Hallo Chat. Hallo Chat. Kann man mich hören? Hat anscheinend doch nicht so funktioniert mit dem Router. Ich flieg nicht mal aus dem Teamspeak raus, denn. Keine Ahnung, was das ist. Klopf, klopf. Ich starte wieder. Ich hab für eine Millisekunde im Internetabbruch. Halt die Klappe, du Knutsch. Uglü. Auf meinem Screen ist der Pinsel gegen alle Wände gefahren, Alter. Ich dachte schon, der hat einen Crash. Hallo Vogel. Zum ersten Mal gechattet. Dann ist das der Router, aber ich habe da eingestellt, dass der nie 24 Stunden Disconnect macht. Bionzi, Dankeschön für den Prime Sub im 31. Monat. Ach ja, F5. Ist überhaupt nicht neu. Macht meine auch, ob ich das. Aber wie kann man das wegmachen? Und Kinderleck, Dankeschön für den Prime Sub im 38. Und trink Cola! Was seid ihr? Wo bist du, ist die Frage. Na, ich bin da am Fußballfeld. Am Fußballfeld? Ja, ja, wir sind auch fast. Wir sind ein Stück den Berg runter nur. Runter? Karl? Komm, Leda. Ja. Ich bin hier. Muss kurz pingeln. Ja, haben wir direkt gemerkt. Klappe! Arschpenner! Und Don die Robfi, lieben Dank für 10 Gifte Zapf, mein Dankeschön. Der sucht. Ach scheiße, ich wollte da ausstellen, ne? Baum nach dir! Was hab ich gemacht? Wir hatten gerade Spaß. Ja, da war Dankeschön, Donny. Ganz komische Sache, was passiert ist. Ja, kann man schwer erklären. Füße. Boah, dann haltet doch zusammen, Penner. Ach, komm schon. Nur, ich bin jetzt beleidigt. Nein, du darfst nicht beleidigt sein. Ach. Wir sind gleich Schauspieltalent. Beutlin. Okay, ich muss das echt ausstellen. Nippla, danke schön für den Prime 20. Donny, danke. Dankeschön für den Support heute wieder an. Oh nein, vielen was Dank. Ist denn hier los? Oh mein Gott. Wow, was ist passiert hier? Wer hätte damit rechnen? Wer hätte damit denn gerechnet, also, dass hier was wir abgeht? Nicht, weil wir haben ja schnell gemerkt. Ja, genau, wir haben es ja direkt gemerkt. Ich habe den Unfall verursacht. Nein. Nein. Wir waren doch noch gar nicht hier. Wir haben doch sofort gemerkt, dass du nicht da bist. Auto müde, Auto schlafen. Wie komm ich denn? Links, oder? Wie cool ist das bitte? Jetzt zock ich Fortnite und trinke. Wenn er mal fertig ist. Was? Wir wollten ja den Gegenverkehr. Das ist für unsere Sicherheit. Da bin ich wieder. So. Mila, hast du schon angerufen? Ja, ich sag doch, das war unser Anwalt, der sucht. Okay. Okay. Ja, pick da schnell die Geheimnisse vom Markt. Ach komm! Ach, nö! Komm. Wir haben keine Geheimnisse. Haben wir dir wohl? Nein, wir sind erwachsen. Boah, halt die Schnauze! Ich bin sauer. Erwachsen? Hä, was denn? Ihr schließt mich aus. Gar nicht. Nein. Na wohl. Wir sind ein. Ein, zwei, Backpfeifen! Dann erzähl mir, was passiert ist. Wir fanden nur lustig, weil wir haben das eigentlich nicht sofort gemerkt, dass du nicht da warst und wir haben den Unfall schon ja, gesehen. Ja, aber klar. Ach, komm schon. Nö. Jetzt erzählst du dir und der ist trotzdem.
Das ist wirklich so. Okay, ich bin really happy. Und dann habe ich gefragt, oh, wo denkst du, wo der ungefähr pissen ist? Hat sie gesagt. Hat sie gesagt, normalerweise, wenn ich über den Anwalt rede, hört er sofort zu. Also sind wir dorthin zurückgefahren, wo sie über den Anwalt gesprochen haben. Hast du noch Filme oder was? Versteh ich nicht. Ja, Caro. Schau doch auf der Seite. Ich habe schon einmal mitgespielt. Jetzt komm. Ja, doch. Sonst kommen andere Schauspieler, die schnappen uns die Jobs weg. Ja. Auf viel Glück, ne? Ein Danke. Dankeschön. Dankeschön, Martin. Danke, Martin. Och, nur nicht schon wieder der. Oh, da ist halt die Quasselstrippe. Hallo. Durch die Tür und dann ist es Scheißhaus da. Schleunigberg, hier sind wir. Ja, servus. Was bitte? Wollen Sie die Toilette nochmal? Also mal, ich habe gesagt, rein da, links, dann rechts, dann links, rein, dann links, rechts, rechts, durch die Tür und dann noch einmal rechts und dann ist es Scheißhaus da. Alles klar, gut, das kann ich mir merken. Sehr gut. Was? Wir sind Schauspieler. Ja, sehr gut, das trifft sich perfekt. Ich kann Ihnen aber von der Filmidee erzählen, nicht wahr? Ganz kurz. Wir werden einen Football-Film drehen, nicht wahr? Wo es einen Football-Coach geht, der sich immer betrinkt und zusauft, weil das Team immer verliert. Und dann sind die aber im Finale und er hat eine ganz inspirierende Rede und dann gewinnen die auf einmal, nicht wahr? Wie aus dem Nichts. Und alle sind glücklich und dann tanzen Cheerleader, Footballer, tanzen alle am Ende gemeinsam zu einem schönen Lied. Also einmal kurz zusammengefasst. Das wird der Film. Also sehr sowas wie Blindside. Ungefähr. Aber wir wollten die Hauptrolle haben. Die Hauptrolle wollen sie? Ja, Mila und ich wollen die Hauptrolle. Ich wäre wohl der betonte Chef. Gut. Was? Der Betonchef? Pinsel, wo gehst der du hin? Pinsel, wo gehst du hin? Du bekommst doch auch. Also. Du bekommst auch eine Hauptrolle, komm her. Wir haben schon einen für den Coach. Aber Sie können der beste Footballspieler sein, guter Mann, nicht wahr? Das können Sie. Oder Mila, oder Pinsel, egal. Ich mach dann Cheerleader. Ja, richtig. Sie sind der Hauptcheerleader. Kann ich auch einen Baum Sie spielen? Sie sind Footballspieler vom Team. Okay. Von welchem Team? Ja, weiß ich nicht. Da müssen wir einen Namen erfinden. Die Los Santos Losers oder sowas, oder? Weiß ich nicht. Pass oder auf, Los Santos Nobs. Pass auf, Monika. Wir wollen die Los Santos Kickers sein. Die Los Santos Kickers, ja, das kann man auch machen. Ja. Und wir spielen gegen die Napa-Skinder. Gegen die Wein? Napa-Skinder. Aha, okay, das können wir let's auch machen. Go, let's im Finale, nicht wahr? Das ist ein Superfinale, glaube ich. Die Kickers gegen die Napa-Skinder. Genau. Ja gut, dann will ich kurz warten, bis der Kollege kommt, der Ratsch und der Coach auch, nicht wahr? Also die beiden Schauspieler für diese Rolle. Ach, wir wollen heute schon drehen? Ja, nein, aber mal so ein kurzes Zusammenfassung und Einkleiden machen, nicht wahr? Okay. Haben wir eine Greenbox drin? Ja, haben wir da, nicht wahr? Kann ich die haben? Mila trainiert. Also, was ist das denn für eine Frage, so Arschloch? Naja. Wir wollten Fotoshooting machen. Kann man das kostet. Ja, das können Sie buchen. Oh, das trifft dich gut. Ich würde soweit buchen. Ja, kostet nur 500, nicht wahr? Also Dollar, also US-Dollar. Ja, was sonst? Euro oder was? US-Dollar. Aber können Sie bezahlen, dann können Sie das nutzen, wie Sie lustig sind, nicht wahr? Okay, warte mal, ein Fotoshooting bei ihm? Ja, richtig. Heute? Aber Lori macht doch Fotoshooting auch. Auch nur den Raum. Ja, das können Sie auch machen. 500, nicht wahr? Also 500 für Raum, 500 für Raum mit Fotografen, wie Sie wollen, egal. Okay. Mit ohne kostet beides 500. Warte mal, Pinsel, wolltest du ein Fotoshooting machen? Lowy wollte ein Foto machen. Na, dann lass das doch gleich machen. Ja. Aber du musst 500 Dollar zahlen. Ach, ich hab Rücken. Ja. Was, Sie haben Rücken? Vom Schwimmen. Vom Schwimmen. Mann, ich kann vom Taucher. Schwimmen. Sie sind Taucher. Auf drei Pinsel. Zwei, drei. Oh Gott, was war das denn? Na, ich hab seinen Rücken eingerenkt. Der junge Mann ist tot. Nein, er ist nicht tot. Er ist wieder drin.
Gott. Ich kann das bei Ihnen auch machen, Schlonibergi. Nein, lieber nicht. Das ist also... Ach. Da breche ich gleich ganz zusammen, nicht wahr? Ach, Quatsch. Also. Ja, dann machen Guck Sie mal. Guck mal, wie ich jetzt wieder twerken kann. Hoppala, was macht er denn? Twerken. Mein Gott. Das ist aber pervers. Wollen Sie auch ein Cheerleader sein? Und halt, was du willst, Baby, wenn du gut bezahlst. Stimmt, wie sieht's dann mit der Bezahlung aus? Ja, Bezahlung. Also Sie als Hauptrollen werden natürlich Geld kriegen dafür. Nicht wahr? Auch das nicht so knapp. Wie viel denn? Also ich sage, nicht so knapp, sage ich nur. Nicht so knapp. Was sagst also, du? Das heißt, $1,000 fett Cash. Ja. Also 1000... Wir haben noch 1000, mehr Schauspieler, der Royal. Ja, $1,000 kriegen Sie. $1,000 für die Hauptrollen, richtig. Alle drei? Ja, jeweils $1,000. Okay. Okay. Ja, die Nebenschauspieler kriegen nichts, nicht? Weil sie erzählen es dir nicht unbedingt, dass sie $1,000 kriegen, sonst werden die, fangen die nach, krieg ich auch Geld. Okay. Aber ich bin Hauptschausteller, oder? Hi. Ja, natürlich. Gut. Gott zum Große, guter Mann. Sind Sie auch dafür das sogenannte Schauspiel? Also ich muss ja mal was mit Ihnen reden, ja? Ihre Firma hat Vertragsbruch begangen. Ich bin schon in Ihrer Schauspielkartei, ich wurde nicht angerufen. Ich bin Crispy. Wer sind Sie denn? Crispy. Ach, Sie waren Statist 2, oder? Achso, ja, den Werbespot, ja. Aber ich bin auch in Ihrer Schauspielerkartei drin, yo. Ja gut, also entschuldigen Sie, ich was, keine Ahnung. Statist 2 merke ich mir nicht beim Namen. Ich sag's, wie es ist. Wenn Sie da vielleicht eine bessere Rolle kriegen, dann müssen Sie es nicht einmal zuerst angerufen. Sehr gut. Ja, hoffe ich doch. Hier habe ich überhaupt die Jacken, die Handschuhe, ja, klar. Die wollen das bestimmt noch mal zu einer großen Karriere schaffen. Crispy, sagen ja, Sie genau. Das? Das bin ich. Ah, sehr gut, schauen Sie, das ist der Coach übrigens. Also der Schauspieler vom Coach. Okay. Hallo Coach. Mahlzeit, Money Steel. Ich bin Hi. Quarterback. Ja, Sie sind Quarterback, richtig. Und Mia Sie ist, sind irgendwie Rest vom Team und Sie ist ein Cheerleader. Mila ist Kapitän vom Cheerleader-Team. Richtig. Ja, da kann man dann noch eine Liebesgeschichte einbauen, nebenbei zwischen Ihnen beiden, nicht wahr? Komm, Mila, sollen wir ein Dings wir drehen? Wir dürfen das nicht. Ein Schmuddelfilm? Ja. Ich was? Weiß nur nicht, ob ich kommen kann vor der Kamera. Also, aber wir bitte. Können... Was denn? Ich kann dir helfen. Das ist der Hauptsächlich. Nein? Ist denn ja? Machen wir. Okay. Warum sind denn alle so still? Die haben alle jetzt ein Kopfkino. Ich finde den Moment einfach schön unangenehm. Ihnen alle helfen. Ja, das ist super. Bestimmt ein Kassenschlager. Wie heißt der Film? Okay, ja, ist eine gute Frage. Oh Gott. One Night in Los Santos. Der Aufstieg der Los Santos Eagles. Ja. Ich dachte, Los Santos Kickers. Nein, Los Santos das Kickers einzig wahre Tier für wahre Amerikaner. Ja, wir können gegen die Eagles spielen, irgendwie, dass sie ein Spiel verlieren gegen die Eagles und dann gewinnen sie das Finale trotzdem irgendwie, weil sie eine inspirational Speech halten, nicht wahr, Head Coach? Sagen Sie mal so ein paar Probeworte, die Sie sagen würden in dieser Rede jetzt vielleicht. Hallo, ich würde den Fakt auf jeden Fall verstärken, dass es hier um starke Amerikaner geht, die ihr Herzblut reingesteckt haben und ja, mit jeder Herausforderung wachsen. Ja, gut. Seit einer Halbzeit hinten, aber jetzt gewinnen wir trotzdem. Ja, aber das ist ja gar kein Problem. Aber schauen Sie sich den Sauhaufen an. Den habe ich groß gemacht und wir werden den Pokal nach Hause bringen. Ja, ja. Was kann ich das Eagles auch spielen? Eagles? Ja. Ich dachte, die sind nur vom PC so. Ja, und deswegen werden wir auch gewinnen, weil es alles kleine Eagles sind. Genau. Ich will die Wildcycle. Es geht um der Tier-Igel, deswegen Igel spielen. Ja, sehr gut, dann wollen wir sie alle erst einkleiden, nicht wahr? Sie werden ihre Kleidung nicht finanziert bekommen, übrigens. Also, müssen wir selbst kaufen. Also, wir brauchen dann einen Football-Jersey und einen Helm. Einen was brauchen Sie? Ein Football-Jersey und einen Helm und gute ja, Schuhe. Richtig. Oh, guck mal, eine Hochzeit. Was ist das denn? Ach, wie schön. Boah. Das sind die Fans der Gegenseite. Oh, Ratsch, Alter. Hey, Roy, Alter. Jo, kann Roy auch mitmachen? Ja, aber ich habe ja auch angerufen, Mann. Richtig, die haben alle angerufen für dieses Casting, wo eigentlich eh jeder eine Rolle bekommt. Oh, wie läuft's? Ja, wie sieht's aus? Was steht an, Mann? Ich bin dabei, jo. Ja, also, Entschuldigung, Sie kennen die Geschichte noch gar nicht, nicht wahr?
Name. Also wir drehen einen Inspirational Movie, ja, einen Footballfilm, weil also das Team immer verliert, der Coach schafft sich immer zu und dann liegen die hinten im Finale, gewinnen doch, weil der Coach in der Halbzeit eine gute Rede hält. Und am Rande gibt es eine Liebesgeschichte mit, weiß ich nicht, also Cheerleader und Quarterback. Ja, wer ist der Quarterback, Mann? Ich bin der Quarterback. Das ist der Kurt. Okay. Curtis. Und Milan, ja, nicht Milano. Und wir müssen ihm helfen. Das merke ich mir nicht. Ja, wer ist der Coach, ja? Ratsch oder was? Und was ist, wenn Kurt plötzlich krank wird? Dann muss ihn durch jemand ersetzen. Ja, wir brauchen Double, Mann. Dann dürfen Sie der Quarterback sein. Warte mal, ein indischer Quarterback, das geht nicht. Wenn es ein patriotischer Film wird. Ja, das stimmt eigentlich. Dann sind Sie der Quarterback, Herr Roy. Ja, der Satz-Quarterback, Mann. Richtig, richtig. Ja, kein Problem, ja. Warum nicht pinseln? Jetzt bringen Sie mal Tempo in die Hofen. Kai, wir brauchen Kostüme jetzt. Was war's, ja, und war's. Ich hab nicht mal mitgehört, ja. Weil ich bin. Ja, genau, Mann. Was ist ein Crispy, yo? Ja, Sie sind auch ein, also Teammitglied. Komm schnell weg, schnell. Lass uns schnell reingehen. Pinsel ist meine Blindside. Und Roy ist linker Tackle und Crispy recht Tackle. Richtig. Ich bin Wide Receiver, ja. Oder so. Aber gegen wen? An mir kommt keiner vorbei. Oh mein Gott, Alter. Aber gegen wen spielen wir denn? Wir brauchen nur Schauspieler fürs eigene Team. Na, die Eagles. Ja, ja, oder ist das CGI? Ja, da können wir CGI eigentlich machen, oder wir finden noch mehr Schauspieler. Ich meine, kennen Sie Leute, die da dran Interesse hätten? Die Grove, die können wir dann zusammenwichsen. Die können wir richtig wegklatschen. Ja. Mila, willst du mich mal Dori fragen und die Jungs von denen? Von der? Ja, oder fahr mal in die blaue Hut in Vespucci, frag mal, ob die ein Gegnerteam sein wollen. Dann können wir nein, wir spielen ja keinen Zirkusfilm. Oh, es geht doch nur darum, ihm auf die Fresse zu hauen. Hoppala, hör Leitstelle am Apparello. Ja, was sagt er zu meiner neuen Karre, ja? Wo? Hä? Oh, der kann bouncen, Mann. Welche neue Karre? Ja, der da auf der Straße, Mann, der, dieser Voodoo, ja. Der ist fett. Ja, der ist wirklich fett, Mann. Wolltest du nicht einen Transporter holen? Ja, ich hab... Nee, wir haben noch einen, ja. Wo ganz viele Leute mitfahren können. Moves, denk dran, ihr müsst nicht in 1A Form sein. Ich, pass auf. Vergessen, yo. Coach, ich tackle sie jetzt. Ja, dann müssen wir uns noch umziehen, oder was? Oh! Oh! Was hab ich das hier? Oh! Ja, ich... Ja, geh mal hoch. Ja, der kann nicht mehr spielen, Mann. Ich muss der neue Quarterback sein. Oh, geht wieder. Kein Gedankenpinsel. Kein Ding. Ist nichts passiert, das war ein Vogelbaby. Alle und Verletzungen, Mila? Die aufkommen, müsst ihr ja, ich fahr mal kurz zum Burger Shop, mal Burger holen. Okay. Kai. Die will keine Schauspielerin werden. Die hat keine Zeit. Ja, ich habe doch gehört. Das war nur eine Frage. Ja, aber die hat keine Zeit, hat die gesagt. Kai. Küss mich, wir üben schon mal die Schlusszähne. Das war gut. Ja, super. Jetzt gib mir mal deinen besten Schlusssatz. Alles da. Viva la America. Sind Sie bereit, Team? Ja, Story Scroll. Ja, was ist denn das für ein Scheiß? Leute, also bitte. Sie sind motiviert wie ein Friedhof. Also ganz let's ehrlich. Go, ich bin motiviert. Yippie. Ja, sag einmal einem Ahu. Ahu. Ja, Ahu. Ahu. Ein bisschen mehr Inbrunst. Das muss glaub, von unten kommen. Von ganz Ahu. Jawohl. Oh. Ja, Faf. Okay. Fahren wir Höllen. Und wo ist Roy hin? Auf zu Zara. Roy hin Burger. Aua! Aua! Ja, fahren Sie uns hinterher, Sie. Mit wie kommen wir denn ins Fernsehen? Ja! Wann wird denn gedreht? Na, heute, wir oder? Wir müssen Roy noch abholen. Wo ist denn der hin? Bei dem Burgerladen. Na, das macht doch Crispy. Aber das ist doch hier rechts, oder?
Ah ne, ist schon hinter uns, oder? Ist an der Sichtweise. Boah, diese ganze scheiß Werbung wieder, ne? Das nervt. Wo sind die hin? Leute, wo sind die alle hin? Der hinter uns ist weg und die vor uns auch. Wo sind die hin? I don't know. Ich hab auf dem Tablet geguckt, ich hab nichts mitbekommen. Ja. Na, die sind zum Klamottenladen. Warte mal. Ich hab nicht. Ich glaube, die sind hier links rein, ansonsten kein Plan. Ach ja. Oh. Nein. Gut. Wäre lustig gewesen. Machen sollen? Ja, das wäre besser, das wäre lustig gewesen. Oh, das kann nicht mehr, der freut sich so auf sein Auto. Ja, wir sind hier, ein Arschloch. Ja. Oh, perfekt, Mann. Ja, Kaltes, Mann, gib mir mal die Crackhaus-Sachen, Mann. Ich bring die schon mal weg. Kein warte. Musst du meine Tasche umwühlen? Oh, klar, kein Problem, Mann. Alles in den Karton rein. Ja, ich kann da nämlich irgendwie schwer mitmachen, Mann. Ich habe den vorhin erst 2 PCs und 4 Monitore geklaut. Oh, ein Slushy, nice. Ich guck mal. Ich... Und? Ja, Schlongberg, wo finden denn das ganze Stadt, Mann? Da. Oh, danke, Mann. An der Highschool im Footballfeld. Richtig, richtig. Da oben gibt es ein schönes Footballfeld. Ja, dann komme ich da gleich hin. Ja, nicht heute. Wir kaufen nur die Kostüme. Ach so. Wir müssen Kostüme kaufen. Welche? Ah, okay. Na, ja, dann, du brauchst ein Cheerleader-Kostüm. Boah, fresche Laden. Und ich kaufe ein Football-Kostüm. Ja, richtig. Sie beide auch. Sie, Herr Crispy, nicht wahr? Sie brauchen auch ein Football-Kostüm. Also so eine College-Jacke oder so ein richtiges Trikot? Nein, Football-Jersey. Ein richtiges Trikot, richtig so. So mit Schutzausrüstung und sowas rein. Frag dem Verkäufer nach einem Trikot. Crispy. Aber welche Farbe? Gute Frage, yo. Ich finde ja lila ganz schön. Ah, die Klappe. Aber was kaufe ich jetzt? Die Lieder? Na, du brauchst so Pumps und so. Auch kein Pump. Oh. Was ist mit dem. Was ist mit dem. Dem gelb-schwarzen? Crispy. Ja, Moment. Stimmt, das W für Wildcats, Mila. Was? Das. Ja, aber ihr seid die Kicker, nicht die Wildcats. Ja, dann sind wir aber einfach die Wildcats. Bei? Ah, ne, hinten steht Wigman drauf. Nein. Wo ist denn der Schlumberg schon wieder? Dumm Penner. Weiß nicht. Ende. Pende knallt. Oh, Burgershot ist gut. Burgershot ist gut. Wir machen Werbung für dich. Gehen Sie mal bitte aus dem... Also Burgershot an. Du Arschloch. Richtig, Burgershot. Oder Red Wood ist auch gut. Bitte? Ja, Burgershot oder Red Wood. Hören Sie nicht so, wenn ich rede. Halt Schnauze. Bin ich der Einzige, der meine Sprache da spricht, oder wie? Ja. Ja, denke ich mir. Na, dann aber das hier. Ja, sehr gut. Warte? Ja, das finde ich auch gut. Das ist gut. Und keinen Bauchmüll, nur eine Hose. Coach, begrüße. Ich grüße Sie.
Eigentlich so eine enge Weiße. Kauf das Oberteil und dann noch einen blauen Rock oder so. Jungs, ihr müsst auch ein bisschen daran denken, ne? Ein paar Damen werden das auch sehen. Also ein bisschen Warte zeigen, bitte. Jawohl. Okay. Wir brauchen ja sechs Sales. In welchem Regal liegt die Crispy? Ja, das ist diese Dreiviertelhose, ja. In eng. Okay. Also, ja, in weiß, das ne? Das sieht schon besser aus. Ja, oder grau geht auch. Sehr gut. So was brauchen sie. In weiß ist gut, aber... Na, grau. Ja, sehr gut. Oh, grau. Und Schuhe. Ja, richtig. Irgendwas mit Stollen. Ich muss zu Patty Partner. Okay. Ja, sie müssen ja auch wen verprügeln beim Film wahrscheinlich, nicht? Weil das machen ja Quarterbacks. Ja. Ja, die passen nur ganz gut, oder? Ja, die sind gut eigentlich. Ja. Wie hast du denn da? Ja. Na, die Laufschuhe. Ach so, ja, die habe ich auch. Ja, die aber sind die gut, die, was sie haben. Der. Ja, gelb, so die Farbe vom Käse beim Burgershot. Was ist denn mit Flipflops? Also, ja, das wäre interessant. Ein bisschen anders narrativ. Landhafte Amerikaner mit Flipflops. Hier. Guck aber das ist Crispy. Immer gut für einen Witz, für einen optischen Witz beim Film, nicht wahr? Wenn was dann ein Thema nur Flipflops trägt. Basketballschuhe. Die habe ich auch schon ausgesucht, die sind auch okay, finde ich. Ich dachte mir, in der Post-Production kann man mit gelben Schuhen einiges machen. Als wäre der Blitz in die Füße gefahren. Na, aber die Basketballschuhe mit Stollen sind gut. Oder? Ja. Farbe ist ja da egal. Hat da jeder sein eigenes Ding. Damit man sie auseinanderhalten kann. Oh, das ist eine gute Idee. Ich nehme die hier. Sehr gut. Ja, stimmt. Sie haben alle die eigenen Farben, weil eigener Showsponsor, nicht wahr? Gibt es ja immer diese Geschichten. Ja, sehr gut. Football-Helme. Ansonsten die Bauhelme. Die passen, glaube ich, ganz gut. Alter, gibt es bestimmt was Besseres. Oh. Ja, sehr gut. Sehr alles klar. Ecke. Ich finde den Typ nicht. Wen findest du nicht? Na, diesen blöden Coach. Der steht vor uns. Was, der Coach ist doch da jetzt. Bitte. Hä? Was wollen Sie denn? Ja, Crispy, wie heißt der? Der Helm. Kugelhelm, ja. Okay. Der ist gut. Oh, der ist gut. Nichts will ich. Dachte ich mir. Ich habe euch vorgezogen, Jungs. In schwarz, ja, in schwarz. Ja, okay. Oh, das, was der Crispy hat, ist gut. Okay. Oh, oder sie können auch verschiedene Helmfarben haben. Nee, der Helm ist immer gleich. Okay, ja, das stimmt. Ja, super. Ein. Sehr gut, sie schauen wirklich aus wie ein... Ja, weiß ich nicht. Das ist ja ein fantastischer Kopfschmuck von der Dame. Sag mal, ist ja ein Vater. Entschuldigung. Entschuldigung. Sehr gut, sie haben schon für die Quarterback-Rolle. Finde ich gut. Körperkontakt, darf man nicht scheuen. Es ist wichtig, auch im Football. Ich zieh mich kurz um. Ja. Sicher. Jo, was war das jetzt für eine Hose? Eine sehr enge, kurze Hose. Drei Viertel, jo. Ja, in der Grau haben die gesagt, glaube ich. Ja, das ist so hellgrau. Ja, richtig, genau die. Und welche Schuhe haben wir? Basketballschuhe. Farbe egal. Ich glaube, lila und schwarz-rot sind belegt. Genau. Ja, richtig. Ich kann nix. Ja, dann nehmen wir uns die blauen, das passt ja. Ich kann nix sehen, wollte ich sagen. Ach so, ja. Ich sehe nicht aus wie ein Football. Ich sehe. Ja, richtig. Mal gucken, ob der... Oh, Mann.
Ich muss kurz, ich geh kurz pingeln. Dann nehme ich die hier, ja? Okay. Vielleicht kommen gleich wieder. Dann nehmen wir das DT passen. Oder warum denn immer, während man da... Warum kann man nicht einfach im Discord schreiben? Ich verstehe nicht, Alter. Wenn es eins gibt, was ich hasse, ne? Ist aus dem EP rausgezogen zu werden wegen Support. Jetzt verpasse ich alles, was die planen. Ich mach komplett, ihr werdet überhaupt nichts hören. Ich kann auch keine Musik anmachen, weil ich das alles stumm schalten muss. Geh im Support. Bis gleich. Ich schreibe im Chat.
Hallo? Hallo, Child? Hallo, hallo? Warwing Helikopter, aber ist geklärt. Hat sich ja auch alles schon im RP geklärt, bla bla bla. Soll man nicht mehr machen. Wurde ja auch schon im RP geklärt. Chuck hat gesagt, nicht mehr machen. Und ich selber mache das auch nicht mehr. Also von mir aus selber. Sag ich, machen wir nicht mehr. Fertig. Aber, naja, Flugverbot nicht. Ich soll nur nicht im Tunnel reinfliegen. Und wenn ich jetzt kann, so kann immer was passieren. Ich habe im Price gequatscht. Und der wusste auch nicht, dass das alles schon EZ geklärt wurde mit den Dings Department of Justice und bla bla bla. Aber da haben sich wieder der ein oder andere Medic beschwert, anscheinend. Die uns eh nicht mögen, weil wir deren Medic-RP nicht spielen, wie die das wollen. Sondern wie wir das machen. Aber ist mir egal. Wir machen das so, wie wir das wollen. Und Tunnelfliegen ist nicht mehr. Aber sonst alles gut. Weiter im Text. Hallo. Oh, hi. Wo ist der Chef und so? Wo sollen die hin? Was? So geht das? Was denn? Bösen Mann. Schatz, das ist ihre Cheerleader-Chefin. Außer sie spielen die Teambesitzerin. Das kann auch sein. Okay. Was wollen sie machen? Teambesitzerin oder Cheerleaderin? Wir waren gerade in Paletti. Ich habe Mila dahin gefahren, ja? Wann? Gerade jetzt, damit sie sich den anderen Rücken auf den anderen Fahrer. Moment, ich habe mich mit dem Oberteil. Da stand die Grove mit der Frau. Nimm diese. Gestern gekloppt habe im Galaxy. Dann sind wir hierher gegrüßt, weil ich mich nicht getraut habe zu sprechen. Jetzt sind die auch hier. Wie, du hast jemanden verhauen, Frau? Nein. Bin von der. Halt die Schnauze. Die hauen mich jetzt sonst hier um. Die sind hier im Laden. Wo? Der mit das von Nähern, das geschlossen. Die mit dem Grün, guck doch mal. Ach so, das ist eine Cheerleaderin, ne? Ja, ja. Hoppa, hoppa. Okay. Chat, Ruhe bitte, lass nicht über Support quatschen. Ich sag gleich nur mal eine Sache dazu. Mach die Grove mit? Ja, gibt's gleich. Ich bin am Arsch. Mann, da, dir passiert nichts. Okay. Mal gucken. Ich geh mal zum Klavier. Hi. Es ist absolut und es ist ein Muss, in Support zu gehen. Ist es. Dagegen kann keiner was sagen. Also nicht raumhaten jetzt hier. Der Price hat mir auch nicht gesagt, wer jetzt im Support gekommen ist. Ich sag das von mir. Ich weiß so 100%, dass das irgendwelche Medics sind, die uns nicht leihen können, weil wir nicht das Medic-RP so spielen, wie die das wollen. Ganz einfache Sache. Und dass ich eine Strafe dafür bekomme, oder auch nicht, so, und dass es falsch war, steht außer Frage. Komplett. Weil das war falsch. Von 100 Mal, die ich in meinem Leben da durchgeflogen bin, ist das, glaube ich, das erste oder zweite, dritte Mal, maximal, gewesen, dass ich da crash. Ich lasse es einfach sein und fertig. Und unser RP, wie wir das ausspielen, wie gestern mit der Operation bei Roy und so, können die uns nicht verbieten. Und darum geht's. Und das ist fein. Also Schnauze halten. Für den Rock müssten wir zu Plätti. Wollen nicht was sexuelle Belästigung. Kann man eine Storyline einbauen. Warum gibt es hier keine Trennwand oder so? Also du stehst mir so ein bisschen. Ja, Oh mein Gott, die zieht sich ja hier aus. Ja, kannst du zur Seite gehen? Ja. Achso, muss man sich umdrehen, nicht wahr? Achso, diesen Rock kriegt man gar nicht. Ach, früher war das alles anders, genau, nicht wahr? Ich sag's dir nur, wie es ist. Okay. Früher, wo die Welt noch schwarz-weiß war. Gibt's aber hier. Ne? Ah, richtig. Ja, ich such gerade, ob die auch in Blau gibt, aber leider nicht. Aber in das Orange ist ja auch gut. Stimmt, Orange ist auch gut. Da machen wegen wir dem Burger. Das ich habe ja Bau wild aus. Auf dem Kopf haben wir ja. Boah, wer ist denn das da? Na, das ist Crispy, oder? Ja, hi. Hi. Ah, super. Sollen wir die Helme mal testen, Crispy? Wir tackeln uns? Okay, auf drei. Dann nimm Anlauf. Ja, könnt ihr das woanders? Danke. Gut, dann brauche ich noch so ein... Bereit?
Ich bin bereit. Was du auf dem Kopf hast. Okay, dann los. Das ist einfach nur Haarschmuck. Okay, los. Oh. Nee, du musst mich doch tackeln. Ja, nochmal. Du hast keinen Helm auf. Du musst einen Helm aufziehen. Superletti, Pinsel! Moment. Bist du bereit? Ja. Oder 1, 2, 3. Ja? Oh. Und kein funktioniert. Hat gar nicht weh. Bravo. Aber wo fahren die denn jetzt hin? Halt die Klappe, Dämmer, du hast keine Ahnung von Football. Du bist Tischtennisspieler. Die fahren nach Paletti, um einen Rock kaufen. Ah, ja, richtig. Ja, stimmt, dann treffen wir uns nachher bei Wetzelnuss, nicht wahr? Okay. Ja, gut. Aber was ist denn der Fisch in der Couch? Haben Sie den gesehen? Nee. Dieses Arschloch, ich hab nicht einmal die Nummer von dem. So ein dummes Arschloch. Ja, Geschissener. Bis gleich. Wo ist denn eigentlich Roy? Ja? Wir treffen uns dann bei Weaselnuss. Alles klar, bis gleich. Wir bekommen $1,000. Oh, geil. Oder ich guck nur Super Bowl. Bolze, Dankeschön für den Prime Sub am 38. Und die Neinte, danke für den Prime 31. 32er. Dankeschön. Der mal Knutsch! Ah. Oh, die Helme halten echt was aus. Nein, du musst einen Helm anziehen, du Dude. Du doch aber auch. Sieht doch mal auch noch aus. Fuck. Boah, wir müssen uns noch eine coole Gangart zulegen. Wie laufen die denn im Football immer? Eigentlich voll eingebildet, oder nicht? So, ja, wir sind die coolsten. Oder so. Halt, halt, halt! Oh! Oh! Boah. Da ist der Coach. Yo, Coach. So, die Herrschaften, wenn Sie gleich sehen wollen, wie jemand deine Oma zusammenschlägt, kommen Sie mit zum Stadtpark. Moment, wir müssen auf die anderen warten, nur kurz. Ja gut, dann fahren Sie nach, nicht? Weil wir müssen kurz was für Weselnews machen. Wir sind aber gleich wieder da. Ja, aber wir wollen zugucken, wie Sie die Oma schlagen. Ja, dann beeilen Sie noch. Wir verzögern das, solange wir können, nicht wahr? Okay. Okay. Mann. Komm, steigen schon mal. Ja? Komm schnell zum Stadtpark. Schnell. Zum Stadtpark? Ja, okay. Super schnell, super schnell. Schnell, Crispy. Druck auf die Tune, Ernie. Ja. Natürlich möchten wir dabei zugucken, wie eine Oma kaputt gehauen wird. Ja, ist bestimmt witzig. Ja. Wie da alles bricht. Oh. Wir müssen Roy noch einkleiden. Ja, ich glaube, Roy hat gesagt, er macht gar nicht mit oder so. Doch. Ja? Ja. Weil er ins Crackhaus gefahren ist, deswegen. Nein, der wird nur die Sachen abliefern. Das ganze Essen und so. Ja. Da müssen wir jetzt aber rüber. Platz da! Tackle! Hallo! Oh Gott! Entschuldigen Sie. Hilfe! Ich hab die Oma getackelt, sein. Ah, Hilfe! Oh, voll gegen die Oma weggetackelt. Voll hart, Omi. Alles in Ordnung bei euch, Jungs. Keine Omas deckeln, bitte. Kein. Ja, wir spielen in einem Film mit Oma. Er versteckt. Ach, ihr seid die Gangster? Nee, wir sind die Vollgangspieler. Dein Helm ist runtergefallen. Okay. Oh.
die berühmte Schauspieler cool. sind das jetzt. Also was macht ihr jetzt? Wir sind Footballspieler. Footballspieler. Und ihr boxt, aber irgendjemand muss uns doch die Tasche klauen und uns da boxen. Da kommt der Herr Bumpgun Back. Und Hollywood Thorsten wird sie retten, wenn ich das richtig verstanden habe. Oh, Hollywood Thorsten. Ja, die den kennt man, gut das ist ein Mila Cheerleaderin, die kommen jetzt auch. Schön. Und guck mal, Pins ist auch ein Footballspieler. Wow. Ah, ich glaube, das sind eure Freunde, Jungs. Ich bin ganz aufgeregt. Oh, Mila, siehst richtig gut aus. Mila? Team, ihr seht fantastisch aus. Mila, geht denn doch mal durch die Haare, mein Kind. Kinder. Hallo. Hallo. Bitte? Ja, wer sind denn sind heute, Frau? Also, Sie kenne ich, Frau Oma Inke, aber wer sind Sie, Frau Gnädige? Ich bin die Liesel. Ach, die Liesel. Wer bist du denn? Ich bin der Saul Schlomberg, nicht nur der Staranweiser und natürlich auch Chef von Wisselnuss. Ach so, ja, ja. Richtig, Sie können gerne mal vorbeikommen, Herr Fack. Du musst Arschloch, du. Nicht wahr? Hey, das ist meine Oma. Nein, nicht die Oma, der Schlomberg. Ich werde Melange und Spiegelei kochen. Oh, ich muss mir noch so ein Ding holen für das Bein, was du auch hast. Oh, das war eigentlich gar nicht einfach. Oh, Victor, Junge. Ausziehen. Okay. Wir müssen noch nur... Wollen wir alle drei holen? Wir brauchen ein Choreo. Wir können alle drei die Helme aneinander. Ja. 4-3-D. 6-9-6-9. Hart, hart. Hart, hart. Rüstpinsel. Nein. Doch. Das sind 23. Hart, hart. Was hast du denn die ganze Zeit getanzt? Weiger mich doch. Bloß. 31? Okay. Wir sind dumm und wir sind stolz drauf. Uns kann nichts passieren mit Trank. Hab ich auch in der Schule gelernt. Schön sieht das aus. Ganz toll. Was macht ihr denn da? Wir testen die Helme. Alles gut, ich spür gar nichts. Okay, wir müssen das auf Dial machen. Okay? Okay. Moment. Ja, aber die Tube. Da muss er nicht. Moment, ich bin noch nicht so weit. Die 31 Schritte, ne? So, Jungs, wir müssen so uns aufstellen. In welche Richtung? Okay, dann sag, wann es losgeht. Wir müssen uns so aufstellen. Tut so, als würde euch schlecht sein und dann geht ihr runter. Das üben wir nochmal. Okay. Auf dem Arsch zu fummeln. Kriegt ihr das hin? Mhm. Gleich. Gleich. Ja. Ich übergebe okay. mich. Ja, ich hab den Rücken, Bro. Ja. Mach. Wir sind die Chickens. Holla, was ist denn das da? Wir üben die Aufstellung. Gut. Sehr schön. Los, Crispy. Sieht so ein bisschen aus, als würdest du gleich kacken. Aber der Stift guckt schon raus, kann Gedichte schreiben. Oh Gott. Oh. Gib den Ball her. Hat, hat, hat. Das sieht gut aus. Hat, hat, hat. Ich mach auch mit. Jo, ich kann das, glaube ich, nicht. Du musst einfach so tun, als würdest du dich übergeben. Oh Gott, genau. Wirklich? Nicht mal so kann ich mein Ding sehen. Okay. Oh. Hat jemand meine Kontaktlinse gesehen? Was ist hier los? Halt die Klappe, der Maknutsch, halt die Klappe. Wirklich schön. Was ist hier los? Wer schlägt uns eigentlich zusammen? Wer ist die Erosko bestimmt? Hoppala, ich bin angerufen. Boah, Herr Sandra! Das ist bestimmt der Übeltäter. Schön machst du das, Liesel. Guck mal, ich bin V. Ich bin eine Techno-Taube.
Da laufe ich durch den Park. Ich bin Taube. Ah, finde ich gut. Ah, die Tauben machen noch so, oder? Und habt ihr schon einen Tanz studiert? Ja. Zeig mal. Okay, auf dein. Oh, no. Oh, oh. Moment. Sag mal, die Pflanze, die da steht, konsumiere ich die öfter, oder? Also. Nee. Fisch, mitkommen. Jawohl. Kurz durchatmen. So, na, ich bin durch. Okay. So. Okay. So. Eins, zwei, drei. Go, Kicker, go. Go, USA. Was Mila, bist du ein Flüstern? Ist das toll? Du wolltest super leise. Entschuldigung, was sagst du? Ist das unterstützen? Ja, ist gut. Müsst ihr denn irgendwas singen? Ich möchte dich motivieren. Go, Kickers, go! USA! USA! Go, Kickers, go! Go, Kickers, go! USA! Oma, Stephen, komm mal kurz mit. Go, Kickers, go! Go, Kickers, go! USA! USA! Ich würde sagen, wir sind einfach perfekt für die Rolle. Meinst du, wir können uns vor ein Auto schmeißen und es passiert nichts? Ich bin nicht mir ja sicher. Was, warum, was passiert denn jetzt hier? Die Omas sollten ausgehoben werden. Hä? Irgendjemand will die Oma ausrauben. Ausrauben? So, bitte, ich brauche Ihre Aufmerksamkeit. Okay. Sie müssen bitte jetzt zurückbleiben, da wird gleich ein Filmdreh stattfinden. Okay. Oh, diese Omas sind die Hauptdarstellerinnen. Also. Oh. Okay. Sehr gut. Cool. Ich kenne keine berühmte Oma. Also dürfen wir nicht die verteidigen? Nee. Das ist ein Film. Können wir von Auto springen? Aber es wäre cool, wenn ihr so mit den Helmen da reinstützen würdet, aber dürft ihr ja nicht. Eben. Bumm. Gib ich der alten Drecksau. Alter, ich mach so bei dir. Da bricht dir den Nick. Oh, das. Hast du dir was getan? Nee. Das waren die Chips in meiner Tasche. Und wenn der liegt, dann mach ich so. Was hast du? Das ist. Hast du so einen Mini-Defibrillator bei? Ja. Wenn wir gehen von hier in Richtung Würfel, dann sind wir die ganze Zeit noch beleuchtet. Fickt euch hier, Kackrocker! Und beim nächsten Hupen sollen wir loslaufen. Oh, die halten. Oh, nee. Das ist gemacht. Die halten Hupen. Formation, Leute. Formation. Ja. Und laut sprechen. Ready, set, hat. Können die wegkramen oder was? Ich sagen wie, oh, schöner Abend. Los. Der hat ein Messer gezogen. Ein bisschen. Oh, Kuru. Gut. Die haben Waffen. Die haben Waffen. Let's go. Scheiße, was passiert hier? Die haben Waffen. Die haben Waffen. Aua. Der fährt einfach weiter, Junge. Bruder, du hast mich... Hallo? Ich bin verletzt. Hallo? Rudi? Aua! Nein! Aua! Was hast du passiert? Ich wollte den anhalten, weil die Waffen haben. Und der hat mich angefallen. Oh, ich seh's. Ach du Scheiße, das sieht ja schlimm aus. Aua! Oh mein Gott, oh Gott. Oh nein, du wirst überleben. Wir brauchen dich. Aua! Was machen die? Dann muss Crispy mit mir da rummachen. Bitte haltet. Oh, alles gut, das haben wir wieder. Er hat mich angefallen. 3-4, hat. Halt. Hallo, was ist denn passiert? Ich wollte einen Polizisten anhalten und der hat mich nicht gesehen und mich angefahren ein bisschen. Ja, womit warst du denn unterwegs? Auf meinen Fuß. Ja, auf deinen Fuß. Womit warst du denn drüber gefahren? Oder zu Fuß? Nee, zu Fuß. Ja. Bist du nicht irgendwie bei der Feuerwehr? Okay.
Na, Feuerwehrmänner sind auch im Notfall sein Täter. Ja, genau. Oh. Ach so. Oh. Ja. Schau mir das gut okay an, ich bin auch Ärztin. Okay, das ist gut. Was sagt denn Frau Doktor? Was sagen wir denn hier? Ich würde sagen, das könnte eine leichte Pellung sein. Ja. Und sein Bein war auch ein bisschen ausgekugelt, aber das habe ich wieder eingerenkt. Alles klar, ich stelle einmal das Auto hier ein bisschen vor uns, dass wir nicht umgefahren werden, ja? Oh Gott, was war das? Entschuldigung, ich wollte nur noch... Oh, jetzt habe ich keinen Schmerz mehr. So, passt mal kurz auf ihn auf, ich mache mal hier ein bisschen die Straße dicht. Na, ja. Caro. Picken, oh, halt auf mich zu picken! Picken! Halt auf! Die Hühner picken auf den Ohr. So bin ich schon wieder hier gelandet, Alter. Oh nein! Ich hau ab, Leute, ich hau ab. Ich bin sowas von weg. Halt auf mich zu picken! Entschuldigung, kann man Ihnen helfen? Hey, Susi! Ich wurde angefangen von Polizeimann. Meine gute Freundin Susi ist auch hier. Mach einfach den Kopf runter, ne? Dann kennen die das nicht. Halt auf mich zu picken! Skrrr! Oh nein! Oder was machen die, Alter? Ich hab den Rücken! Hi. So, wie kann man Ihnen helfen? Er wurde von Polizeifahrzeugen... Über meinen Fuß ist er gefahren. Hat mir gesagt jetzt hier. Ich hab ihn auch nur hier liegen sehen. Ja. Ich und meine Freundin Susi, wir haben ihm geholfen. Ihr habt mich gepickt. Ja. Sind Sie denn so mobil, dass wir Sie hier von der Straße schon mal runterkriegen? Nicht, dass Sie dann irgendwann wahnsinnig lang rast. Ja, Koppa, hilf mal! Gut, dann lassen wir uns doch einmal probieren. Ich rob mich rüber! Helfen. Was meine Freundin, die ist da umgefallen. Ja, einfach umgefallen, oh, oder? Dein Idiot hat die geheadbuttet, Mann. Okay, ja dann... Oh, Scheiße. Das war ich. Ich hab sie geheadbuttet. Ich hab die dahin ausgenockt. Ich glaube, das ist Helm. Warum? Ich habe einen Helm an und ich wollte eine Kopfnuss geben. Mann, da vorne geht irgendwas ab. Die schlagen sich das. Oh, wird geschlagen. Oh Gott. Oh. Oh je. Ich weiß nicht. Aua. Bruder, was geht hier im Park ab? So. Pass auf. Ich guck jetzt nochmal deinen Fuß. Ich bin auch Notfallmediziner. Ja, es sind ja alle Mediziner hier. Warum halte ich denn an? Das ist ja sehr gut. Nein, die sind nicht im Dienst. Die haben keinen Dings dabei. Und wir sind für einen Film. Hier ist ein Filmdreh gleich. Deshalb sind wir so verkleidet. Ja. Wir sind nämlich Schauspieler. Ah, ich bin Cheerleader. Oh. Gut, ich baue erstmal einen Verband bei dir ran. Kein Dank. Dass wir das schon mal stabilisieren. Stabilisieren. Genau. Mila, was macht deine Freundin da hinten? Die versteckt sich vor ihren Kollegen. Ey, alter Drecksrocker, verpisst euch vom Hof. Danke. Ruhig bleiben. So. Mal weiter, das kann jetzt einen Moment dauern, bis hier ein Rettungswagen ankommt. Einfach dem Grund geschuldet, da gerade in der Stadt gerade relativ viel los ist und eine große Einsatzlage gerade stattfindet. Okay. Ich habe aber einen Rettungswagen gerufen. Entsprechend, die sollten auf dem Weg sein. Wo ist denn Susi? Da müssen wir auf jeden Fall einmal den Fuß röntgen. Ja. Deshalb hätte ich einfach nicht gesehen. Nein, der müsste nicht geröntgen werden. Der ist mir nur drüber gefahren. Da ist nichts gebrochen. Ich kann ihn doch noch bewegen. Gucken Sie. Das tut uns schwer. Der ist nur dick geworden. Ja, wenn er dick wird, dann ist er ja irgendwas, ne? Ja, natürlich. Ist eine Prellung. Das ist eine Prellung. Ja, das kann ich erst sagen. Ich bin ja gerade gelaufen. Aber ich möchte nicht das Röntgen haben. Möchtest nicht das Röntgen? Also möchtest du, wenn ich die richtig verstehe, hier bleiben? Ja. Okay. Ja, wie gesagt. Ich mache das. Mila röntgt mich nachher, wenn wir ins Baker gehen. Ja, aber wir sind beide Ärzte. So, wenn im Notfall was ist, dann kommen wir auf jeden Fall vorbei. Alles da. Gut. Ach, ihr seid aus dem Baker, na, dann wisst ihr ja Bescheid. Genau. Ja. Supi. Alles da. Dann melde ich den Rettungswagen wieder ab, ja? Kein Dank. Alles klar. Aber ich möchte gerne ein Kühlpack haben, dass ich mir in die Schuhe stopfen kann. Gleich. Das kannst du gerne haben. Danke. Haben Sie kurz Zeit? Nein! Da hinten, bin sofort da. Gab's ein kleines Problem, vielleicht eine Messerstecherei. Ja, dann braucht ihr mehr Hilfe als ich. Ich bin leider leer an Kühlpacks. Da müsst ihr mal bei euch im Baker gucken. Kein. Was ist mit dem? Wir sind's.
Ja, weiche von mir, hau ab! Alles klar, ich guck erstmal bei ihnen. So, zeigen ja, dir das. Ja, das wäre super. Ja, kommen Sie mit. Aua. Was denn? Wieso? Die Luft ist nicht rein, die ziehen einfach nicht ab. Und dann haben die gesagt, dass die haben gefurzt. Was zum Teufel machen die? Wir haben eins zu blasen. Wir spielen mit unserer Freundin Susi. Ja, und einer von den drei wird am Mittwoch ihr Kollege, Herr Officer. Entschuldigung, wie bitte? Wer war das? Einer von dem wird am Mittwoch ihr Kollege sein. Ich aber ich sag nicht welcher. Scheiße, Pinsel, ich glaube, du verlierst deinen Job. Ich glaube nicht. Erstmal notieren. Oh. Pinsel am Stadtpark Tauben. Das ist Cosplay. Und ist ab Mittwoch Police-Kollege. Alles klar. Gut, jo, dass ich scheiße. In der Education bin. Da habe ich ja schon mal einen guten ersten Eindruck. Jo, scheiße. Wer sind Sie, nicht so wieder wenn man fragen darf? P36, Pawlowski, wa? Hallo. Nein, wir sind, also Herr Pawlowski, wir sind nur so angezogen, weil du gleich einen Film drehst. Wir spielen Footballspiele. Ja, geil. Da viel Spaß. Wir sind Schauspieler. Und wo kann man den dann später sehen, den Film? Bei Weasel News. Bei Weasel News, ja, sehr schön. Ja, im Notfall. Was ist ja, mit dann, dir passiert? Ich wünsche dir viel Spaß, wa? Sie hat versucht danke. Wir müssen Royal helfen. Boah, jeder Mensch Susi, weiß doch, dass, jeder wo ist der denn? Er ist bei Tyrannats und er meinte, wir sollen uns bewaffnen. Wie? Er meinte, da gibt's gleich Stress, wir müssen ihn da rausholen. Ja, aber wir sind nicht kriminell. Also ich hab eine Waffe dabei. Oh. Aua, kurz den Baum. Ihr seid schon mit dem Rumspielen. Wir noch einen machen. Komm, Mila, wir machen einen Purzelbaum. Pop. Ja, ich will auch. Und Domi, wurde dir befallen? Habt ihr das gesehen? Das war richtig cool. Ja. Das war. Und wann ist eure Aufnahme dran? Weiß nicht, muss den Schlumm wegfahren. Au! Oh, au! Das geht noch mehr. Wann nimmst du die? Ich kann das nicht. Hier auch. Das sieht toll aus. Liebseite. Wir müssen auf jeden Fall Roy helfen, yo. Wir stecken ja, Chris, wir sagen, Mila, Chris, wir sagen, wir müssen Roy helfen bei China. Komm, wir fahren dahin. Kurze Frage. Aber unser Film, Ding. Aber der Film. Der ist nicht heute. Was? Warum werden wir morgen? Denn so rum? Ja, ich dachte, wir auch heute. Ich weiß auch nicht, warum wir so rumrennen. Dann halten wir die Sachen einfach bis morgen. Warte, wir fragen den Schlumberg, der steht da vorne. Was machen wir denn hier dann nicht? Schlumberg, du Arschloch, wann ist der Filmdreh? Wie, heute ist kein Dreh? Ja, gute Frage, wann der ist. Ich würde das noch mit dem Herrn Sandro besprechen, wegen der restlichen Schauspieler, da würde ich mich beinahe melden, nicht wahr? Okay. Du wächst aber mal. Wir fahren jetzt nach Tyrannats, da gibt's eine Schlägerei gleich. Roy braucht Hilfe. Team, Schlumberg bei Tyrannats gibt's eine Schlägerei, komm Film. Tyrannats. Ja, let's go. Aua. In der Schweigung. Ich muss mild hier. Was für ein Hühnchen ist da lang geflogen? Mann! Ach so. Auf eine Teilnahme. Kann ich denn. Los. Fahr vor, Christy. So, okay. Boah, ich renne hier rum wie ein Hühnchen die ganze Zeit und dachte, der Film geht los. Das ist unsere Aufstellung. Ihr macht daraus ein Hühnchen-Cosplay. Ich übe schon für meinen nächsten Schauspieler. Gibt's ja, also sollte es geben. Ich glaube, die hat der Nick. Bin mir aber nicht sicher. Also keine Haftung für das, was da verlinkt wird. Oh, knapp. Mila, du hast nun einen Baby-Defibrillator bei. Ach, Unicorn Hunter, Mann. Dankeschön für den Prime-Sub am 38. Monat. Nein, Teilnahme.
Und das zum Thema, heute wird ruhig, Alter. Pauli Häuser, Dankeschön für den Prime ebenfalls. Am 36. Irgendwas stimmt mit Dings heute nicht, ne? Alter, jetzt kommen sie. Masahiro, danke für den Prime 23. Dann mit dem Pitten? Nee, das ist doch crispy. Was steht denn da? Das ist doch unser Fall. Mann, hey, Paar! Beruhigt euch. Slippery when wet. Lazarus, danke schon für den Prime 64. Ist halt Restart Day, Alter. Und Streiter, danke für den Prime 21. Was ist das bitte? Ist Socket Fortnite? Was läuft mir hier? Frag ich auch immer. Und dann lande ich keine Ahnung wo. Ja, aber ich war schon so oft dort, ich weiß es. Ist da rechts? Okay. Pinsel, du bist so ein dummer Dude, ne? Gar nicht. Ich weiß, wo dein Nazi ist. Und zieh an gleich dein Helm wieder auf. Den hier treffe ich. Vorsicht, Vorsicht! Vorsicht! Oh mein Gott, wer war das denn? Nein, wow! Ja, die haben sich verpisst, Mann. Die hatten sich in die Hose geschissen, Mann. Das waren wieder die Blauen, yo. Zum Glück sind wir hier. Ja, okay, ich merk schon, ihr kommt gerade. Doji Custom Dankeschippe 5 Gifte Subs. Möchtest du mal gepickt? Wir machen jetzt eine Hühnerfarm. Ja, ja, gibt's hier gleich Chicken, Mann. Hier gibt's gleich Chicken, yo. Was ist denn los, Mann? Wir sollten zur Hühnerfarm fahren. Jo, wer bist denn du überhaupt? Chill die darum. Susi, unsere Freundin. Okay, ja. Mann, was geht? Pace. Hey. Das war gerade nur ein bisschen kritisch, Mann. Ich habe einen dumm angemacht, dann ist er zu seinen Freunden weggelaufen und dann waren die auf einmal weg. Ich sehe keinen Quark. Hast du mal so richtig geil gepickt? Ja, von deiner Mama, Mann. Oh. Schatz feiert. Ja, und ich habe den Journey, ich habe uns den Journey organisiert. Oh, da kommen Blaue, da kommen Blaue. Oh nein. Aufstellung! Oh, der blaue Neue, pass auf! In der Dio. Full Color Bang. Da sieht uns doch keiner, oder? Das hat eben auch funktioniert. Ja. Crispy, haben die Opium-Jumps geraucht oder sind die immer so, yo? Die sind immer so. Ja, ich merk schon. Ihr hattet Spaß, yo. Das ist gar nicht so aggressiv. Junge, Junge, Inkid Nation, Dankeschön für den Prime 15 und Patriot, Dankeschön für den Prime 25. Und Hey I'm Nike, Dankeschön für den Prime 2. Doch, doch, laufen die ganze Zeit im Park so rum und dachten, dass der Film losgeht. Der geht aber nicht los. Oder sind wir? Nee, ist egal. Ja, dann würde ich sagen, lass wir zum Park fahren, oder? Okay. 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 Ihr dreht heute komplett durch, alle. Ihr seid komplett aus Rand und Bahn. Ach komm. Ach, muss doch auch mal sein, könntest, ja, oder? Ich dachte, heute ist Sonntag wie durch. Ja. Du denkst auch immer, wie sind die? Ja. Aber du denkst doch. Also, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe immer Angst vor Montagen, aber noch viel schlimmer finde ich mittlerweile Freitag. Guck mal, wie er fährt. Oh, das auf Quack. Wohin fahren wir jetzt? Keiner. Einfach der Welle nach. Zum Park. Ich mag das Geräusch da drüber. Hm. Ja. Oh mein Gott. Wie der fährt. Gesundheit. Danke. Gesundheit. Mila. Dankeschön. Ja. Nimm mal deine zwei Finger, tu die so im Mund und zieh deinen Mund auseinander. Oh. Oh. Da rechts Schießerei. Oh, oh nein. Pass auf. Oh, was schießen die? Schießen die? Jawohl, die schießen ab uns. Die schießen in die Luft. Sterne ab. Ich schieß zurück. Oh mein Gott, die töten die Luft. Das Tank. Ja. Los, wir machen Drive-By. Los, drive mal durch da! Ach, du Scheiße. Köpfe runter! Oh, Achtung, wird jetzt laut! Pinsel, let's go! Taubenstellung! Bam, Pinsel! Piu! Du schießen! Oh mein Gott! Aua! Hallo, Long! Hallo! Ich reiß!
Bro, ich hab einen Schalldämpfer drauf, Bro. Ja? Oh Gott. Wir werden immer mehr wie Piep. Okay, wo? Nee, der hat in die Luft geschossen. Wo bist du? Oh, wurde auf euch geschossen? Oh Gott. Oh Gott, wo bist du? Oh Gott, ich weiß es nicht. 50, 22. Wurde auf euch geschossen? Und Pinsel geht bei the way ins PD, also ein Incarnation Action für 300 Bits. Und Happy Birthday, Mann. Alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Okay, lass dich beschenken. Und teil den Kuchen mit uns. Ja, ist gut. Wir sind zu viert. Ich muss mich gleich von euch abkapseln, sonst wird das nichts. Ich schaff das schon, Bruch. Wo kommst du eigentlich her? Ich? Ja, Mina, was hast du gesagt? Pinsel hat's doch auch geschafft ins PD. Ja. Ja. Oh mein Gott! Und ich meine, wir sind Medics. Achso! Ja, ich bin übrigens auch noch Medic. Oh, was ist denn hier los? Warte mal, auf Dori wurde geschossen? Oh, eine Maske. Oder sowas? 50, 22. Boah, die muss auch immer bei diesen Gangscheiß. Boah, die scheiß Gangster, Mann. Ich hab ihr gesagt, geh den Gartenweg. Ja, da vorne rechts. Heim, was passiert? Vielleicht Hallo. Wurde ich angeschossen und hat eine Hallo. Kugel in der... Boah, war klar, dass du mit dem Pisser auch noch angeschossen wirst. Warte mal, das ist nicht meine Schuld. Scheiße, dann müssen wir ins Baker, wir haben nur eine Karre. Die ganzen Medical Center werden halt safe voll sein und Chuck macht Urlaub. Milan, keine Zeit zum Picken. Wir haben gestern auch schon... Ob ihr müsst eine verdammte Kugel aus dem Arm reparieren. Ja, das haben wir gestern schon gemacht. Dann müssen wir ins Baker, aber wir haben nur eine Karre. Ich brauche ein Auto. Taxi. Hier, Dings, was ist mit Big L oder so? Wer zum Teufel ist Big L, Alter? Der Typ, mit dem wir gerade... Mit Crispy. Ach so, yo, Roy. Scheiße, ruf den an. Genau, Big L. Was passiert hier eigentlich? Ach du Scheiße, Mann, was ist überhaupt los bei euch? Mark! Wo sind wir hier? Das ist ja krank. Ja, klar, es geht ab. Ja, lange nicht gesehen und na so. Na klar, wurde ne? Der hat mich weggedrückt. Natürlich. Ich wurde nicht angeschossen. Ich bin über Dory gestolpert. Oh, wir brauchen ein Auto. Habt ihr kein Auto hier? Nein, sonst würden wir ja damit fahren. Nein, das wäre. Ja, wir können das hier. Das Taxi hat keine Zeit. Wir leihen einfach euer Auto und ihr lasst euch abholen. Nö. Warte mal, du. War nur ein Vorschlag, Mann, weißt Mach du. Mach nicht so dumme Vorschläge. Ja, das ist die einzige halt Hilfe, die wir gerade haben. Wir halten jemanden an. Das ist wahr. Wir halten jemanden an. Was hier? Ja, die Polizei am besten. Hallo. Warte mal, Dori, bist du am Bluten? Natürlich siehst du dieses rote Bandana, das war mal weiß. Aua. Scheiße. Oh. Ich habe noch Duckverband. Das ist besser als so ein dummes Bandana. Sollen wir sie kurz fahren? Nein, das ist Zeit, ich will euch nicht aufhalten. Ja, was geht, Kat? Ja, why, welche von uns wurden angeschossen in Little Tokyo? Ja, von wem, Mann? Na, von wem wurde die angeschossen, Dori? Haben die euch erfolgt, oder was? Weiß ich nicht. Wir müssen sofort ins Baker, uns fehlen zwei Autoplätze. Ja, scheiße, Mann, auf uns wurde auch gerade geschossen, vom PD, Mann. Scheiße, Mann. Und ihr Vater, das passt ja, okay. Curtis. Los. Ja, Hauptsache schnell, ne? Nicht, dass sie verblutet oder so. Wir sind bei Little Tokyo oder so. Ja, da muss jetzt ja, okay, Mann, wir holen euch. Ich muss laufen. Ja, bleib in der Leitung, Mann. Warte. Was denn? Ja, okay. Wir kümmern uns selber drum. Danke, ja. Peace. Okay, ich bin im Auto. Wir fahren zum Baker. Ja, warte. Baker. Oben, Baker. Norden. Ach du Scheiße. Ja, wir kommen. Das ganze Auto ist voller Blut. Los, Story. Oh, ich schieße ab und zu. Ich habe einfach ein bisschen dramatisch gemacht. Nein, Dori. Nee. Mina, hast du keinen Tampon mal? Nein, ich hab schon Verband, Duckverband. Okay. Keine Sorge, ich bin der beste Fahrer. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich bin verloren. Mina, du bist leidende Chirurgin, ne? Ja, klar. Mann, ich ruf Dr. Hähnchen an.
Nein, wir brauchen Dr. Hähnchen nicht. Der geht den nicht an. Okay. Der sollte nur schon mal den OP-Saal vorbereiten. Warum das spuckst du mich jetzt gleich an, du geile Sau? Kann mich auch einer anspucken? I know it. Pinsel! Oh, oh nein! Keine Sorge, das war geplant. Ich kann dem Blut ins Gesicht trotzdem. Alles okay? Aha. Leute? Nee, das möchte ich ungern. Leute, leben wir noch? Ja. Okay. Ja, du kannst wieder gucken. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Was denn? Milau. Ja? Oh mein Gott. Du hast nicht jetzt alles vergessen. Wie? Dori wurde angeschossen. Wir fallen rum, Baker. Wir müssen operieren. Oh mein Gott, hat sie einen Duck verbannt? Ja, du hast das schon gemacht. Okay. Und Mom, Tampon. Was ist Nase passiert? Die wurde angeschossen von Yakuza. Mann, du darfst nicht immer mit diesen Gangsters umhängen. Genau, Dori, du blöde Kuh. Ich hab déjà vu. Die riechen nach Moorleichen und so. Das ist nicht gut für dich. Rippen und Steak Codeine. Dori, ist so ruhig. Ist sie noch da? Ich bin auch da. Okay. Muss mich konzentrieren, keinen Unfall zu bauen. Oh mein Gott! Was denn? Wer hat jetzt hier defibrilliert? Na, ich wollte nur gucken, ob sie ein bisschen was spürt. Oh. Mögt ihr das? Ja. Ich habe nur Angst, dass am Ende immer so ein starker Pöller ist. Der verfluchte Tunnel. Oh Gott, der verfluchte Tunnel. Oh nein, ich mach die Augen zu. Oh mein Gott. Ich wusste, ich werde sterben. Du wirst nicht sterben, du bist in guten Händen bei mir. Du kennst mich doch. Wir sind erwachsen. Ich check wirklich nicht. Der ist in der Berge. Oh, okay. Für eine gute Woche. Déjà vu. Die war sexy, oder? Der war gut. Ja. Die wird kalt. Ja. Oh, du stirbst. Du darfst ihn nicht defibrillieren, Mila. Was, vielleicht wird er dann wärmer. Wie bist du Rang 7 geboren? Ich bin Rang 7. Ich bin Rang 6. Ich bin 5. Das ist eine schöne Aufzählung. Wo war Gon, als Dori angeschossen wurde? Oh. Wer ist Gon? Gondor. Gondor, der Gute. Nein, das du ist nicht. Du die Mauern halten. Du meinst Aragorn. Das stimmt, Aragorn. Ich bin Aragorn, Sohn. Der Gärtner, und ich bin Alkoholiker. Ja. Schnee, Schnee, Schnee. Wow. Ich kenne den Film. Was war das? Milau! Ja, was denn? Hör auf damit! Vorsicht, ist doch. Besser als nachsehen. Nur wenn jemand bewusstlos ist. Oh, mein Kopf! Nein! Oh nein! Bleib doch stehen! Mila? Dori, halt durch. Halt durch, Dori. Oh, klar. Junge, Lord of the Weeds ist einfach. Ist Kult. Ist das okay? Pinsel? 5 Sekunden. Also bei mir auch nur 5 Sekunden mit. Ach, du brauchst ja gar keinen Stress. Da muss ich dich erst unter die Arme nehmen.
sonst so wie war euer Tag? Gut, gut, gut. Mark, Mark. Ich hätte vor Bock auf einen Muffin Purple Gurk. Oder einen Hamburger Purple Gurk. Was ist das? Das geht schon scheiße, Digga. Verblute. Hey. Siehst du, du fragst dich, warum ich nicht gern feucht schicke. Warum hängst du mit den Gangstern ab, Dummkopf? Ja, weil die cool sind und die mich nicht den ganzen Tag beleidigen. Halt die Fresse! Ja. Wir beleidigen dich auch nicht, blöde Kuh. Genau. Wir operieren nicht gleich. Kann sein, dass du mir deinen Arm abschneiden müssen. Leg mal deinen Finger kurz an. Wieso? Hast du? Mach das mal hier in das Gerät rein. Okay. Mach das nicht. Aua! Ich hasse euch. Wirklich, deswegen chill ich nie mit euch. Ist jetzt wieder besser? Die ist jetzt ein Zitterpich. Man, wir rennen dein Leben gleich zum und schon. Wir rennen rum wie Footballspieler. Was erwartest du von uns? Ich habe auch vorher andere Leute angerufen, die mich wenigstens ins Krankenhaus fahren. Na, tun wir doch auch. Pinsel ist mit 300 über den Highway. Oh mein Gott, was hast du dir in die Hose gemacht? Ja. Yeah. What are you doing, step bro? Ich hab eine SMS bekommen. Naja, bestimmt von dem Mixer mit dem... Mit diesem Lilly. Komischen Kapi da. Ja, hey, der ist heute erst wieder da. Ja, ja. Und direkt rufst du den an. Und direkt ich war mit denen gehst du unterwegs. Mit dem schießen. Und dann gehst du bis abgeknallt, wenn du mit dem unterwegs bist. Mhm. Aber daran war der doch nicht schuld, Mann. Sondern werden. Die Japaner. Ach, Diamo, warum warst du überhaupt nah an deinem Viertel? Ich war bei dem Autoladen. Ja. Mela, wo bist du? Ich bin im Krankenhaus, wo sind wir? Okay, wir kommen gleich im Krankenhaus. Okay, bis gleich. Ich. Hä? Lies du keinen und frag nicht. Zähl die Chinese. Ja, wir müssen operieren. Ja, scheiße, Mann. Komm! Geh schon mal im OP, das ist vorne rechts. Zitjump, Pinsel. Was? Scheiße. Wen hat der Buch von Dori, Mann, Dori. Ja, Dori, halt durch, Mann. Okay. Ja, wer war das? Wer war das? So, ich muss jetzt erstmal dein Bein hier. Taub, Mann. Oh Gott, Mann. Okay? Taub, Betäubung. Ja, wenn was ist, wir warten draußen, Mann. Keine Narkose, Narkose. Oh. Narkose doch nicht reicht, wenn wir das betäuben hier. Okay, leg dir was über den Kopf und dann ist gut. Okay. So, Zieh deinen Helm aus. Nein. Ich mache ihr Gesicht sauber. Ich schmink sie ab. Okay, ich mach die Wunde sauber. Okay. Mit dem Schlauch? Hier. Ja, nee, nicht mit dem Schauch. Pinsel, wir brauchen gleich nochmal die Säge. So. Wir machen das schön sauber. Das Gesicht ist sauber. Pinsel, du musst die Dings wieder rausholen, ja? Die Kugel. Das Klärchen. Boah. Sehr gut. Warte, womit holt ihr die Kugel raus? Mit einem Schlauch. Alles gut, vertauen. Mit einem Schlauch? Ja. Na, nimm den Bohrer oder nicht? Warum wird mein Rücken gewischt? Na, weil du am Schwitzen bist. Sonst kommt Salz in die Wunde. Ich sorge dafür, dass das Blut hier nicht überliegt. Okay, Pinsel, let's go. Okay, wo ist Pinsel? Die,
Wow, ist im Arm, die ist im Arm, die Kugel ist im Arm. Am Bein. Nein, die hat vorhin gesagt im Arm. Ach so. Mina, du hast falsche Stelle betäubt. Okay, dann wird warte, blutet mein Bein etwa auch? Ja, jetzt blutet es. Ja, aber das ist halt, weil das echt viel lief, rumlief, so. Kein Problem, vertau mir, okay? Guck weg. Warte, ich muss das erst mal betäuben. Ich muss das erst mal betäuben. Bin sie bald noch. Okay. Der Rücken ist sauber. Da muss ich hingucken, wie man das Gesicht zu halten. So, jetzt sauber machen. Okay. Ich habe sowas mal geträumt und da dachte ich nie in meinem Leben und jetzt das. Du redest so viel. Beruhig dich. Gut, ich bin bereit, das Blut wegzusaugen. Gut. Ich mache Licht. Ja. Ich brauche Licht. Achtung. Oh mein Gott. Das ist die Kugel, die gespeuert wird. Oh mein Gott. Die muss rausgeflext werden. So, okay. Sieht gut aus. Wundervoll. Gut. So, dann müssen wir das hinlegen. Ich mache Licht, okay. So. Gut. Okay, ich werde das zunähen. Okay. Warte, du musst den Knochen wieder reinschieben. Okay. Oh, nähst du das mit der großen Nähmaschine? Ja, okay. Ist besser. Spürst du was, Dori? Wir sind gerade in der Notoperation. Ich rufe zurück. Ich bin der 95 Christian. Ich bin der Coolste hier. Im Krankenhaus im Norden, Polizei. Okay. Gib nur eins. Okay. Dann schweißen wir das noch zu. Wir haben veröden. Schweißen. Veröden die Wunde. Alles gut. Vertrau mir doch einfach. Hast du genug Licht? Ja. Okay. Aber auch noch ein Lämpchen hier. Pinsel, kannst du die Chemo holen? Das grüne Fass. Gelb-grüne Fass. Haben wir doch hier. Gelb-grünes Fass? Ja, das ist meine Creme. Meine Mila mischt die reine Creme. Eine SD-Creme. Sehr gut. Ey, Pax, danke schön für den Raid, Mann. Okay. Hallo. Und Raptix, danke schön für den Boost am 18. Dankeschön. Monat. Und Sergeant Obi, danke für den Prime 16. Dann schmier ich dein Ärmchen damit ein. Okay. Dann noch ein bisschen in dein Gesicht. Warte, nicht in die Nase. Im Mund. Und in die Ohren. Nein. Oh boy. Doch, du weißt, das muss auch durch die Schleimhäute aufgenommen werden, sonst wirst du nicht richtig heil. Genau. Und vergiss den Schmerz. Verstehst du? Hatte ich gerade einen Bohrer an meinem Arm? Ja, ich mache jetzt deinen Arm und dein Bein wieder wach, okay? Oh Mann, ja. Ihr Bein geht schon noch wie eine Schlange. Ja. Okay, fühlst du deinen Arm wieder? Nee, aber das Bein. Okay. Warte, ich komm näher zu deinem Arm. Ja, Rush, komm rein, schnell. Ja, schnell. Schnell. Moment, ich muss dir noch... Moment, meine Ladies, am Telefon. Ich will nicht sterben, bitte. Ja, kein Problem, Moment. Hey, wir haben das Schlimmste schon hinter dir. Kai, du musst ihm Arm. Ich geb jetzt ein paar fresh lines aus meinem upcoming Song, okay, Mann? Okay. Ja, okay, ja. Rauch in meinem Kopf. Rauch in meinem Kopf. Roy hat den besten Stoff. Das weißt du doch. Ich schau in mein G-Net. Was haben sie geschrieben? Was labern sie den ganzen langen Tag? Fühlst du deinen Arm wieder? Ja, doch, ich fühle ihn wieder. Oh, wahrscheinlich, weil sie mir eine reinhauen will. Okay, dann muss ich den Wagen hier jetzt wegschieben. Wir haben Leben gerettet, Crispy. Wir haben Leben. Ach stimmt, da waren die Utensilien drauf für die Verarztung. Ja. Für den Makaro. Mina, holst du noch Schweiß? Verbunden?
Mina. Ja, Caro. Genau. Ja. Und Schmerztabletten 2. Ja. So, erstmal muss ich das. Steck dich hin, Kind. Okay, wir haben so eine Ausbildung am Dr. Bitter gemacht. Ihr da? Verbindet ihr das? Bitte verarm mich nicht. Los, verbinde. Ja, ich verarme. Ja, du hast den Verband vergessen. Ja, oh, ja. Dankeschön. Schön. Oh. Ja, okay. Tacker das. Nein, nicht oh machen. Jui. Nicht defibrillieren. Hey. Okay, dann gebe ich dir ein paar Verbände mit. Ja, die musst du immer nach dem Duschen, nee, musst du die wechseln. Ja. Und ich brauche noch ein Kühlpack. Guck mal bitte meinen Fuß gleich nochmal. Ja. Mach, was ich dir sag. Sag mal. Ich hab Helm auf, du kannst mir gar nichts. Hm. So. Girl, I got your back. Aha. Girl? Ja, ich fühle mich. So. Hm. Das muss so. So. Hattet ihr schon immer Fischgesichter? Ja. Was halten wir? Ja. Fischgesichter. Na, Caro, man nennt mich auch Dr. Fisch. Und mich Thunfisch. Und ich bin Haifisch. So, dann kriegst du noch die Verbände. Salbe kann ich dir nicht geben, weil du weißt, wenn zu viel, dann bist du tot. Oh, ja, ich spüre es auch noch in meinem Ohr, alles gut. Ja, keine Sorge. Ja zusammen, hey. Ja. Hm. Mina, guck meinen Fuß, bitte. Hier hast du noch ein bisschen Wodka. Oh, ja, den liebe ich. Ich weiß doch. Mina. Ja. Ja doch. Mit so. Medic-Tasche. Mach dich ab. Geil, Sau. Ja, wo soll ich hin? Ja, du kannst auch zugucken. Ja, Caro. So, lass mal gucken. Was machst du da? Okay, riech normal. Aha, riech nochmal an, schmeckt auch nochmal. Hm, nussig im Abgang, wie kommt das? Warum hast du mir am Fuß rumgelegt? Ja, um natürlich genau zu wissen, was da los ist. Nein, tu deinen Kämel drauf und verband rum. Ich muss kurz kuscheln. Ja, okay. Ja, ein bisschen geschwollen sind die. Ja. Ich mach den Verband da dumm mit einem Kühlpack, ja? Okay, aber ein dünnes. Oh. Na, Caro. Halt auf, wenn meine Füße. Irgendwas stimmt. Wer schreit denn da rum, Pinsel? Guck mal. Ich weiß nicht, wer da schreit. Okay. Da schreit jemand Hilfe. Sorge, ich kümmere mich drum. Ist die besser? Ja. Danke. Ja, sieh meinen Schuhl an. Ja. Oh mein Gott, was passiert da draußen? Alles gut, Pinsel hat alles im Griff. Was ist hier los? Oh ja, okay, der kommt mal. Oh mein Gott, hilft uns. Gut. Oh mein Gott. Sektor clear, Leute. Okay. Pinsel, warum hast du Leute abgeknallt? Alles gut, Sektor clear. Ja, guck mal, okay. In Wien etwas gepostet hat man. Oh. Man darf ihn nicht auf den Boden legen. Alles gut. Ich bin auch Therapeutin. Kein Stress, alles im Griff. Steh auf. Hey, Scusi, steh auf, Scusi. Ja, ist die tot. Sag dir, was dir gut, vielleicht helfen kann, ha? Huh? Das ist gar nicht gut. Hier, bitteschön. Eichhörnchen, Eichhörnchen! Ja, aber sie sind tot, sie sind tot! Was ist denn das hier für ein Krankenhaus? Die sind ja nur irre. Ja, wo ist Doc Chuck, wenn man ihn braucht, Mann? Der ist in den Bergen eine Woche. Sie sind tot. Was zur Hölle passiert hier gerade? Ich hab keine Ahnung. Oh. Wer will defibrilliert werden? Ja, wir hätten das nicht rauchen sollen. Das ist ein Angebot? Okay. Halt mal. Ja. Eins, zwei, drei. Oh. Weg vom Patienten. Weg vom Patienten. Ach du Scheiße, was war das? Das war mein Defibrillatorgerät. Uns galt das Krankenhaus. Was ist denn hier los? Euch? Ja, wir können jetzt überlegen, Mann. Ich muss auch noch was gegen die Roten posten, ja, aus den Ranch aus, Mann. Ja, nenn die doch Tampons. Ach gut, dann werde ich mich mal umziehen, ne?
wieder mal einem Patienten erfolgreich geholfen. Auch noch deine Nummer, yo. Nur hast du was zu schreiben? Ja, klar. Okay. Armer Superman. 51,93. Andere Frage, was willst du mit dem Verlierer? Ja, hab ich. 34, schreib mir eine Simse. Mach ich. Okay. Ja, ich bin schon ein Verlierer meistens. Braucht jemand noch ärztliche Hilfe? Dann hätte sie keine Kugel im Bein. Braucht jemand ärztliche Hilfe? Tulta. Nee. Du bist doch der Arzt. Okay. Mila. Ja? Nicht Bock. Ich geh mich umziehen, kein Bock mehr zu arbeiten. Aber vor euch ziehe ich mir nun Kaffee. Den habe ich mir verdient. Wie cool ist das bitte? Und den schütte ich mir einfach über den Helm. Und Fliesentischbesitzer, Dankeschön für deinen Prime-Sub und herzlich willkommen. Und Pax, danke für den Resub im 6. Monat. Die besten Ärzte, die es gibt, Alter. Ich sag doch, wird ein ruhiger Sonntag. Guck mal, ich zeig den Zaubertrick. Was dann? Aua! Hi! Nein, es geht nicht an, das. Arschloch! Oh. Diesmal nicht, du kleiner Schwanz. Aua! Aua, guck dir mein Gesicht an! Ich hab nur auf deinen Helm getroffen, Curtis. Aua. Ich bin auch Zauberer. Guck dir mein Gesicht an, hab ich irgendeine Verletzung? Nein, ich hab dir am Bein geklopft. Mach Creme drauf. Okay. Mein Auge schwillt, glaub ich, an. Hast du noch Aua? Tut ein bisschen weh. Warum schlägst du mich? Ach, keine Ahnung. Warum schlägt ihr mich 24-7? Weil du es verdient hast. 20 mal eine Stunde. Oh. Ja, reib schön ein, Ficker. Okay, das reicht, geh weg. Gut. Weiche von mir. Easy. Arschloch. Memo. Man muss halt aufpassen mit seinem Leben. Weil du kannst hier auf dem Server sterben einfach. Unser Underchef hier. Dr. Hühnchen? Mhm. Was mit dem? Sieht aus wie ein Hühnchen? Hier der Mütze, Bauch ein Slim. Bauch ein Attest für Weed. Ach so, das bekommt man bei Dr. Chuck oder Dr. Hühnchen? Ja, aber wer ist Dr. Hühnchen, Mann? Na, das ist unser Assistant Chief. Aber wer ist das? Na, Dr. Hühnchen. Heißt der wirklich Hühnchen? Nee, wir nennen ihn so, weil der mal Hühnchengeräusch macht. Mhm. Macht ihr nicht auch gerade welche? Seid ihr dann nicht auch Hühnchendoktoren? Nee. Jo. Wir sind Schauspieler. Schauspieler. Mhm. Ja, nice. Wir proben nur für Rollen. Oh, guck mal, ja. Ich spiele ein Cheerleader. Das ist mein Outfit dafür. Ja, echt süß. Mhm. Oh, wo sind die Pömpöms? Also gut. Pom-Pom, heißt das nicht Pom-Pom? Die habe ich verloren. Das ist doch Pom-Pom. Heißt das Pam-Pom? Pom-Pom? Pim? Pum-Pam. Piu-Piu. Piu-Piu? Piu-Piu. Ja, Piu-Piu kann man auch natürlich nehmen, ja. Aber Piu-Piu. Wie seid ihr hochgekommen? Hey, du hast dich ja wieder umgezogen, dann zieh ich mich auch um. Ja. Hey, Dory. Ja? Ich glaube, du hast noch was von mir. Ja klar, kriegst du gleich. Ja, klar. Der Dr. Wie? Hühnchen geht aber nicht ans Telefon. Oh, Flake ruft an. Jaha. Ja, natürlich rufen dich zuerst und nicht mich, das ist natürlich klar. Die Arschlöcher. Meine Schwester ruft dich zuerst. Hm. Na
Ding ist ja nett. Ich werde irgendwann auch erwachsen. Bestimmt. Ja, was kruschelt denn da das Busch so, Mann? Deine Maus. Hab ich der Wind oder so? Ja, habt ihr Mäuse hier oder was im Krankenhaus? Nein, nur Ratten. Dicke, fette Ratten. Tonnen. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ah. Was machst du schon wieder im Busch? Belauscht. Belauscht. Mann. Ich rufe jetzt die Frau Bullock an, ne? Okay. Oh Gott. Wegen die Geld. Genau. Gucken, ob die Zeit hat. Klingelt. Klingelt immer noch. Vielleicht ist die gerade kacken. Das ist so aufregend. Vielleicht ist beim Central Krankenhaus, da sollen auch die anderen. Warum sind. Kommen die nicht zu uns? Weil die von den Cops erwischt wurden und wir nicht. Achso. Mhm. Dann sollen die sagen, ihr Hausarzt ist hier oben. Ja, das wissen die alle. Was? Und deren Therapeutin auch. Das wissen die auch, das habe ich denen schon erzählt. Ei. Wir kriegen übrigens 1000 Dollar von euch für die Privatbehandlung. Ist das dein Ernst? Ja klar, wir müssen das Haus abbezahlen. Ja, du hast ich das dachte, Haus. Das Haus wäre bezahlt. Ach ja, scheiße. Wir kriegen kein Geld. Außerdem... Western-Rabatt kann ich besser als du. Wie? Ich hab dir jedes Mal einen Rabatt gemacht. Ja, aber bei mir kriegst du umsonst. Ja, aber du kriegst doch nichts dafür, dass du... Ich ruf kurz in seinen Teufelsdreier an, Mila. Was ist mit dem Teufelsdreier, Mr. Kusch? Information. Die Japaner haben auf die aus dem, in der Eastside geschossen. Eine davon haben wir gerade zusammen... Das war von 20 Minuten ungefähr. Ja, das war bei Tonys Laden, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, bei dem Autohaus-Ding da. Ja, genau. Ja, das wissen wir schon. Das haben wir eine von denen haben wir oben verarztet. Hat eine Kugel im Schulter. Okay, sehr gut. Wissen wir Bescheid. Was ist eigentlich mit dem Geld? Haben wir endlich mal einen Lohn für unsere ganzen Informationen? Ja, ich rede morgen mit dem Chief. Gucken Sie mal, bleiben Sie mal dem Tatverdächtigen mit den weißen Schuhen da hinten. Und der wird hart reinbeleidigen. Bleiben Sie trotzdem bei dem. Ich kann Betäubungsspritze bringen. Ja, dann reden Sie mal mit dem Chief. Und wenn Sie die Frau Bullock sehen, die soll sich bitte mal melden. Die wollte sich gestern schon melden. Warum, Mr. Kusch, warum? Na, weil der Officer Bullock gesagt hat, ich soll seinen Schwestern rufen, weil die Finanzen verwaltet. Wegen dem Darlehen, wegen dem Kredit. Okay, ja gut, das sage ich dir. Und Frau Bullock wollte sich auf Wiener die Wildcats-Seite angucken. Ja, das hat sie auch gemacht. Sie hat darüber gesprochen. Das kann ich sagen, dass das gestimmt hat. Im Positiven oder Negativen? Ich glaube, das war sehr positiv. Oh. Ja, ich muss mal, wir hatten, glaube ich, gerade eine Riesenschießerei in das Haus. Da sind, glaube ich, ungefähr 10 Leute am Boden. Ja, da sind wir auch vorbeigefahren. Da waren, wir sind sogar durchgefahren. Gott sei Dank sind sie weitergefahren. Ja, sind wir, aber die haben nur in die Luft geschossen. Ihr habt nur in die Luft oder wer hat nein, in die Luft geschossen? Nein, diese Gangster haben nur in die Luft geschossen. Ja, es gibt auch noch Leute, die auf Officer geschossen haben und so. Ja, ich glaube, die haben auf einen Helikopter geschossen. Ja, das auch unternommen. Gut, da war jemand mit einem Flanellhemd in Grau. Könnte ich identifizieren bei einer Gegenüberstellung? Ja, ich glaube, wir haben so gut wie alle bekommen hier. Ja, ne? Das ging so lange jetzt. Okay. Aber trotzdem vielen Dank, Mr. Kusch. Halte ich mir im Hinterkopf. Ja, dann reden Sie mal mit dem Geld frage ich morgen, dass ich da mal ein bisschen Geld zur Verfügung gestellt kriege. Wir sind nämlich echt pleite. Ja, das soll so natürlich nicht sein. Ne? Sie haben ja auch nur, also Ihr Auto ist ja auch ein Schandfleck, das ist ja richtig billig. Was? Ich fahre einen Chick Mila. Ja, genau, deswegen verkaufen Sie Ihr Auto, wenn Sie pleite sind, Gott verdammt. Ich hab immer Mr. Kusch, Sie machen meinen verkauf Abgang nicht kaputt. Mein Auto, du Arschloch. Ich besorge Ihnen Geld, Sie sind ja ein richtiger Hobby, tschüss jetzt. Arschloch, dummes Arschloch. Sie sind super reich. Hm. Und? Nein, das war der Teufelsdreier. Erzähl ich dir gleich im Geheimen. Okay, wir sind Geheimagenten. Genau. Krass. Mhm. Wir arbeiten für die Bergwacht. Die Bergwacht? Ist das sowas wie die Schwarze Mauer? Sollen wir Helikopter fliegen? Nein, ich habe panische Höhenangst. Okay. Wenn du mir jetzt wieder sagst, dass ich langweilig bin, raste ich aus. Außerdem haben die vielleicht den Weasel-Nuss-Beitrag gesehen. Habt ihr das gesehen? Sollen wir mal beim Justin vorbeigucken, Milo? Justin? Ja, vorne. Ach so, ja, wollen wir zur Bar? Wir können gucken, ob die auf ist.
Ein Saufen tut immer gut mit SD. Ja, noch können wir ein Saufen gehen, aber wir müssen gleich irgendwie runterkommen. Ich weiß nicht, wo Rachel ist. Rachel ist da vorne, oder? Nee. Rachel. Nein! Boah, das sieht aus wie in einem Horror-Movie. Mila, die Anführerin. Nein! Ich hab dich! Du wirst jetzt auch zu Zombie. Entschuldigung, Dad. Dann ruf die gleich mal an. Ach, warte, ist das die Kopffrau? Ja. Ah. Ich nenne sie Susi. Ja, also heute ist in Los Angeles super viel abgegangen, ganz viel Schießereien. Ja, wer, Mann, keine Ahnung, habe ich nicht von mitbekommen. Meint ihr, der Drizzlin ist da? Ach, hier war letztens eine Geiselnahme. Echt? Nicht so aus. Ja, ja, habe ich von gehört. Boah, der ist nicht da. Wohin des Weges? Oh, die Gang ist da, Mann. Wo? Oh. Also, ja, ja, wir holen Kefka nur in der Hut ab, yo. Kefka? Ja, kennst du Kefka, Mann? Ist das der mit dem, der so aussieht wie der Vater von Piep? Jo, genau, jo, genau der. Ja, wenn irgendwas geht, dann ruft an. Ja, wir gucken auch mal. Wir fahren dann wieder in die Stadt und da kommt der Beef von ganz alleine, glaube ich. Jo, dann treffen wir uns vielleicht gleich in der Stadt. Stadtpark oder was? Jo, okay. Ja, bis gleich. Bis gleich. Kefka lebt noch, Alter? Only the night, schlaf gut, bye-bye. Ach stimmt, der zeigt mit dem Aster, glaube ich, ne? Schon seit Jahren. Susi. Ach, da ist Susi. Ein rotes möchte ich nicht tragen. Ja. Ja, vielleicht, ich versuch's zu waschen, okay? Ich glaub. Okay. Ranch was verwechselt. Wie kommen denn jetzt alle runter in die Stadt wieder? Na, er wird von Rachel gefahren und... Ich kann laufen. Und der Pinsel. Ich kann auch laufen, aber. Der Pinsel könnte mich in Grapeseed absetzen, da steht meine Milas Karre. Okay, was, dann bist du sauer auf mich, Pinsel? Was ist denn los? Muss ich mich irgendwas entschuldigen oder so, Alter? Bin nicht sauer. Ja, sorry, Pinsel, für irgendwas, was auch immer ich gemacht habe. Distanz. Oh. Und der Roy und Dings haben gesagt, die gehen Kefka abholen und dann treffen. Dann gehen die zum Stadtpark, wir sollen auch kommen. Okay, auf geht, ab geht. Ja, nein, Scusi, Scusi, aus deinem Mund kommen komische Gerüche. Oder nee, wollen Studio. Wir uns beim Tattoo? Ja, wegen Auto. Ja, okay. Studio. Also, okay. Wer fährt jetzt mit wem? Wir mit Pinsel, oder? Der bringt uns doch zu unserem Auto. Ja. Und wo treffen wir uns? Im Stadtpark fahren wir hin und dann gucken wir, was abgeht. Ja, warum fährst du nicht mit den beiden? Weil die einen Zweisitzer haben. Ah, so. Ach, ist das der Grund? Pinsel, wirklich. Beruhig deine Eifersucht. Ich geh hin mit Mila. Ja, wir knutschen um. Na ja. Dann nehm ich lieber Susi mit. Ja, dann nimm doch Susi mit, aber das ist ihr Auto. Kannst ja was mit Susi anfangen. Ja, Pinsel, wir müssen nach Grapeseed, bitte. Grapeseed, bitte. Boah, ist die anstrengend. Hey, boah, zum Glück sind wir den Mittwoch los, der immer am Rumholen. Sippin' on Steak. Du bleibst eh nur ein, zwei Tage im PD. Oh, ja. Oh mein Gott! Piss dich, Auto. Piss dich. Ja, bist du müde, Lebens? Alter! Was ist da passiert? Ich hätte dich fast umgebracht. Pinsel! Pinsel, hör auf jetzt! Oh mein Gott. Warum heult er denn jetzt? Was? Oh, Scheiße. Was habt ihr getan? Warte mal, Dori hat Pinsel geknutscht. Jo, haben die da gerade rumgemacht? Krank. Ich weiß es nicht. Das war wie in so einem Film, wo... Der hat eine Hasslatte. Ja, komm, kann mir hin. Okay, wo müssen wir denn hin in Grapeseed? Warte, gib mir GPS. Ja, hier. Wir müssen da hin. Hier, Paul. Danke. Kein Ding. Super Busen. Super Busen.
Also pinseln, ich gebe dir maximal 3 Tage, dann gehst du raus. Okay. Ich hab ein Déjà-vu. Raus vor die Tür? Oh, wir waren alle in mein Déjà-vu dabei und ich habe sogar davon ein Déjà-vu, dass ich euch das sage. Oh. Dann machen wir eigentlich mal wieder eine Nacktwanderung. Davon habe ich auch ein Déjà-vu. Oh mein Gott, haben wir das schon mal erlebt? Oh mein Gott. Hatte ich da einen Schlüssel, weil dann nicht. Look at that weiß butt. Ich nicht mehr. Ich okay, werde mir nachher so eine Pizza reinpfeifen, ne? Ja, mein Déjà-vu ist vorbei. Wer ist vorbei? Mein Déjà-vu. Okay. Das war aber ein langes Déjà-vu. Sogar in mein Déjà-vu ist sogar passiert, dass ich sagte, ich habe ein Déjà-vu. Was sehr verrückt ist für ein Déjà-vu, oder? Hör auf zu pennen, Alter. Wir haben schon wieder 11 Uhr. Jo, Frau, da machst du keine mal wohin die Zeit, Alter. Cool. Sippin' on stay going. Pinsel, du musst mal wieder tanken. Okay. Ja, gib mir den Duplo. Ich würde mir nachher noch was zu essen machen. Ich hab voll Hunger. Ja, bist du traurig, Pinsel? Genau. Mit deiner Traurigkeit fahre ich bestimmt nicht tanken. Ich bin nicht traurig. Enttäuscht? Enttäuscht? Ich mich das wäre schlimmer. Meine Mutter war einmal enttäuscht. Kam nie wieder nach Hause. Unsere Mom ist Geheimagentin. Ja, das ist sie. Die hat sogar ein Zeh verloren. Ja, im Irak. Nein. Nicht? Ich war im Irak. In Deutschland. Ja. Auf einer Thunfischfarm. Wie heißt deine Mutter? Keine Ahnung, ich sage immer Mama. Kerstin? Ursula. Nee, die heißt Sophia und mein Papa heißt Evan. Da vorne steht die Karre. Okay. Linse, jetzt musst du hast wieder. Hast du einen Schlüssel? Ja, und nimm die Hände hoch, Mann. Dein Auto, Mann. Ich hab gedacht, Stadtpark, jo. Ja, wir wollen nur meinen Karre abholen, steht da vorne noch. Ach so, jo, klar, Mann. Ah. Ja, ist das der Kafka? Ja, das ist Vater von Piep, Mann. Jo, wie könntest du so einen nur aus deinem Schwanz rausdrücken? Das ist ja ekelhaft. Was? Echt so, der hat kein Kinn. Du bist der Vater von Piep. Oh mein Gott, hat er ein Kind? Das ist der Vater von Piep. Was? Jo, weiche vor mir, Dämon. Oh, Kefka, bist du wieder high oder was? Komm. Kann ich auch mal fahren? Ja, Stadtpark. Okay, skirt. Sippin' on Stray Queen. Warum nie darf ich fahren? Bis ich mein Auto hab. Geht Dori jetzt mit ihrem kaputten Arm? Arm? Oh, Arm. Arm. Ich rufe dir jetzt nochmal eine Verbindung. Ja, vielleicht war die nur AA. Die hat mich weggedrückt. Unangenehm. Bestimmt haben die gar nicht so viel Geld. Meinst du nicht? Mal ehrlich. Die gehen denen die ganze Zeit aus dem Weg. Der Weg geht aus. Dem. Guck mal, wir fahren den hinterher. Das Auto ist schon schön, ne? Ja. Fahr an dem vorbei. Go Wildcats. Go Wildcats. Beste Muskel, Mike Kulika. Das ist nicht dem, dessen Bilder wir gestern angeguckt haben? Mhm. Den musst du lösen. Du musst bald wieder tanken. Du musst tanken. Du warum fährst, ich? Weil du mitfährst. Ja. Wer ist denn Pablo Garcia? Ich. Ging's da? Das ist mein zweiter Account. Meine Klappe. Wildcats. Wir haben
145 Likes. Boah. Der hustet mich mal da an. Boah, Mann, komm schon. Weißt du, da hustet man einmal und dann kriegt man direkt wieder aus Festbett. Ja. Ja. Festbett. Festbett. Mann, knutschen wir mal wieder so wild rum wie damals. Wir haben vorhin rumgeknutscht. Stimmt. Gerade eben. Ja, ich meine ja dieses damals. Wann schlägst du mich ja nicht mal wieder? Kann ich gerne. Nee, der Pinsel klebt immer bei uns. Ja, ist doch egal. Wir können den nicht ewig vor sowas beschützen. Wo kommt meine ganze Traube? Taube. Da gehen wir einfach rein. Mhm. Nicht zerkratzen. Okay. Bist du hochgefahren? Was willst denn du? Du hast trotzdem Kratzer gemacht. Ist überhaupt nicht wahr. Na klar, guck auf Mulde. Ach, komm. Guck. Guck genau da. Das ist gar nichts. Soll ich dich mit dem Kopf da reindrücken, wie beim Hund, der Piep macht? Augenproblem. Du hast ein Augenproblem. Du hast ein Augenproblem. Ich hab meins behandeln lassen. Nö. Wohl. Das darf man nicht. Ich darf wohl. Darfst du nicht. Darf ich ja wohl. Darfst du nicht. Du Dummi. Oh, ganz schön schnell. Hä? Was? Wie bitte? Was? Versteh mich? Das ist die, die dir Klamotten schenken wollte. Ja, lauf doch. Boah, Mann. Bleib vorsichtig. Oh mein Gott. Pinsel, der hat dich fast überfahren. Ach, Kefka, Mensch. Was ist mit Kefka? Oh, Kefka, hast du wieder Crack geraucht? Hast du eine lange Leitung? Ja, was ist gut, Mann? Was ist bei euch los, jo? Warum fahren Sie denn hier so schnell ohne Blaulicht? Alles gut bei Ihnen. Alles gut bei Ihnen? Ja. Sie sind ganz schön schnell unterwegs. Ja, ich hab's auch eilig. Sie hätten fast Kefka befahren. Wollten Sie mich töten, oder was? Nee. Ja. Sie aber waren das auf eilig einmal hast... vor der Straße. Ja, wenn du es eilig hast, dann geh du doch von der Straße. Also ich war zuerst auf der Straße. Jo, außerdem kommen wir von der Street, Mann. Das ist eigentlich unsere Homebase, jo. Musst du mich in den Leben retten oder so? Ah, ja. Jo, hast du dich eilig? Ja, dann fahr ich mal weiter. Die Oma, okay, die hat Schlaganfall, steht gerade, Mann. Fahr los. Jo, der bedient sich auch selber in Schlaftabletten. Crispy, Alter, was hab ich verpasst? Meine! Cool. Oh Gott, oh Gott. Hey, hey, hey. Aufpassen, heiß und fertig. Ich dachte, du spaß dich immer wieder auf, meine Pflanze. Entschuldigung. Jo, bald ist ja Weihnachten, korrekt, Mann. Und die können da mitnehmen, die habe ich hier hingestellt für die Promo-Zecke. Promo-Zecke. Mhm. Zecke? Promo-Zecke. Zwecke. Wegen meinem neuen Zwecke. Song Mary. Mary. Ah, der ist voll geil, den habe ich schon gehört. Ja, den habe ich gemacht. Mary, so heil. Kefka meinte, der ist voll schlecht, voll scheiße. Der hat ja auch keine Ahnung. Was, oh, genau, Kefka. Der Mary ist hier. Oh, sag echt? Das mal der Künstlerin jetzt, ja. Was soll ich sagen? Ja, dass der Song scheiße ist, so wie du es vorhin zu uns gesagt hast. Jetzt traut er sich das nicht. Ja, ja, sag genau. Mir das mal, hm? Ma'am, ich habe Ihren Song noch nicht begutachten Lügner. Können. Kann ich diesen Lügner, empfinden? Ja. Bei Bounces. Und jetzt hörst du den mal an und lässt mal ein Like da und aktivierst die Glocke. Hat jemand Datenvolumen? Nee. Kack. Mein Oldie Talk ist leer, Alter. Was soll ich machen? Soll ich den mobilen Hotspot freigeben? Ja, wäre korrekt auf jeden Fall. Komm, ich mach das kurz. Boah, dann kann ich mal mit Doodle Jump updaten. Mein Benutzername, wenn du connecten willst, heißt Pfirsichpupu. Okay, oh, ich muss mir meinen Account machen, was ist das denn? Ja, musst du auch bezahlen. Ja, ja, das ist ja, ey, Leute.
Kannst du nicht einfach so live rappen oder so, Mann? Muss mir die Scheiße auf der Ebene. Ja, genau, Mann. Zeig doch mal was. Yo, kick doch mal einen Freestyle. Yo, kick jetzt mal ein paar Bars, Alter. Yo, Mann. Nee, ich kann nicht freestyle. Ach, du, du, Rapper. Ich kann nur schreiben. Du, du, Rapper. Ich brauch dann Nachdenkphase. Ich bin nicht so stupid. Dann gebe ich dir 10 Minuten, okay? Was für 10 Minuten? Okay, 15, komm. Was soll ich denn rappen? Ja, wir so, dein neuer Hit, Mann. Dein neuer Hit, ja. 15 Minuten für den 16er. Wo bin ich Camouflage? Camouflage. Jetzt bin ich unsichtbar. Nee, das mache ich jetzt nicht. Ja, dann höre ich mir das irgendwann anders an. Und jetzt Schäkerei? Ja, genau, bei Bounce. Ja, das läuft heute Abend oder in der Nacht bestimmt im Crackhaus, Mann. Oder ja. So. Hey, yo, hat jemand was zu essen eigentlich? Ja, klar. Ich habe auch ein bisschen Hunger. Ja, wofür gibt's denn die Suppenküche? Ja, dann wie wär's denn mit Burger-Shot? Apropos, ich habe noch Eichhörnchen Burger für die Suppenküche. Ich mag keine Suppe. Oh mein Gott. Was macht Pinsel denn da? Crackhaus ist ein anderer Name, Mann, für so. Wem gehört denn die Karl da hinten? Wir haben heute voll viele Spätzle gesammelt. Ja, Pinsel ist voll, ja. Nicht in die Bartlücke. Pinsel versucht, oh mein Gott. Er versucht es immer. Der hat ein großer Karl gerammt. Ja, wollen wir. Oh mein Gott. Nee, da geh ich nicht mehr hin. Da geh ich nicht mehr hin. Pinsel, was machst du da? Ich komm nicht rein. Du hast das Motorrad kaputt gemacht. Ich bezahle. Das gehört der Frau. Oh. Das ist kaputt jetzt. Und guck dir mal deinen Car an. Ja, die sieht so schön aus, seit sie aus der Werkstatt gekommen ist. Oh, die ist richtig sauer auf dich. Die ist richtig sauer, Alter. Boah, mir doch egal. Oh mein Gott. Kart ist ja auch. Hm? Oh, da steht so einer von dem blauen Mann. Alles Buh. Gut? Ja, oh, der ist gerade in den Kreis. Ja, oh, Mann. Klär die Scheiße, Mann. Mit meinem Hammer verkloppen? Brech dich dafür. Ja, ich klär das, Mann. Mach den ja, nackig, Alter. Wen? Den Typen mit dem. Nein, Milan, nicht. Hör auf mit dir. Ja, aber wir stellen uns ein. Ja, was machst du da? Ja, okay, eine Mann. Eine Kampfstellung. Nicht wir machen, Milan. Wir stellen uns einfach da nur in die Runde, so, ja. Ja, mit. Ey, Manu! Ich bin noch in Kampfposition. Curtis. Du gesagt, sie ist sickig. Oh, wird jetzt ein bisschen hier gerappt oder was? Was dann? Ich hab gesagt, dass sie sickig ist. Ja, ich weiß nicht. Was sagen die? Naja. Ich hab dann gesagt, hast halt scheiße ja, genau. Geparkt. Und dann hat die gesagt, jo, mein Auto. Und dann hab ich gesagt, war ein Bike. Ich glaube, die ist jetzt sausauer. Ja, ich bin in Kampfposition. Wichser. Guck nicht auf deine Uhr, du hast gar keinen an. Da hab ich einen an, wie du. Teaser. Ach so. Boah, es ist die mach deinen Teaser für Musik. Oh, ist, ich hab gar keinen. Kriegt man davon Allergie? Also hast du den Beat geklaut? ach so. Oder hast du den selbst gemacht? Nee, ist schon. Ja, hast du geklaut, ne? Aber klar, guck dich an. Hey. Entschuldigung, ist die Beste. Locker so ein Jesus-Type-Beat. Ja, wieder so ein Glockenbeat. Mach ich mal Kopfhörer rein. Lauter! Hast du schlecht abgemischt? Passi, schlaf gut, bye-bye. Und ein Toy. Pussy. Bitch. Nein, das ist die Dings. Die hat doch schon letzte Season gerappt. Die da hinten sehen uns tanzen, die drehen direkt um.
Ja, ja, Dimba. Genau, Queen Millie hieß sie. Ja, die disst einfach den Kefka. Oh, Mann, ey. Ja, voll krass, Mann. Boah. Ja, Mann, stabil, stabil. Aber guter Teaser. Wann kommt der ganze Song raus? Das war doch kein Teaser. Das ist ein ganzes Album gewesen. Sorry. Aber ich habe meine Frage. Wenn du reich bist, kannst du uns Geld leihen? Nein. Warum? Du hast gesagt, weil du bist reich. Nur ich bin eine reiche Bitch, du meinst, ich gebe dir Geld jetzt, oder was? Na, die Mila. Hey, wir sind Peiter. Ich habe nur 3 Dollar dabei. Ich sind Peiter. Also. Ich habe nur 3 Dollar dabei. Hey, da hinten gibt's Ärger, 5-0. Oh. Also nicht wirklich 5-0. Oh. Oh. Hey. War das ziemlich dann gefährlich, yo. Die Farbe, Mann, die ist mir so ein Dorn im Auge, Mann. Aktuell, yo. Ja, wie war's, yo, ja. Also, weißt du also was, yo? Ja, ich hab die Aussagen schon stehen sehen. Ja, ach so, du Autos hast du dort stehen sehen, yo. Ja, in der Straße da. Ah, okay, Mann, okay, okay. Hallo, Yoshi. Also, du sagst, wie heißt du, Mann? Sam Walker. Sam Walker, yo. Ja, okay, Mann. Na, jo, bist du ein Blatt? Nein, Mann. Don't stop being a Blatt. Okay, hätte ja sein können, so. Okay, okay, okay. Hey, Pinsel, hau die Rapperin. Wenn Kefka das will, dann gehörst du zum Kefka, yo. Ja, Mann. Und die Pulen sich. Ja, das war nur so eine Idee, also so. Machtsverhältnis, positionstechnisch, yo. Ja. Kefka ist krass, Mann. Das ist der Daddy von Peep, yo. Dann mal dahin. Ja, ich stell dir jetzt gleich deinen Sohn vor, Mann. Die hat den voll vermöbelt, ja. Ja, okay, Mann, dann kannst du. Hey, warum hast du Pinsel? Ruf jemand an, der dir hilft, Pinsel. Ist nicht so schlimm, dass du hingefallen bist, einfach so ohne Grund. 1, 2, 3. Ich kann den wiederbeleben. 1, 2, 3. Was ist passiert? Vielleicht geht's zur Seite. Er hat keinen Puls, er hat keinen Puls. Nochmal. Jungs und Mädels, der irgendwie angerufen sind, vielleicht auch. Okay. Oh, okay, wir sterben. Oh, wir rennen ihn ein. 1, 2, 3. Okay, der hat wieder Puls. Rennen ihn ein. Okay, ich kann das machen. Wir da. Wir sind Chiropraktika. Ja, die haben mich gestern auch behandelt. Das war ein okay. Mann. Okay, wir haben wieder Puls. Wir haben wieder Puls. Auf mich wird gestern geschossen, Mann. Heute auch schon wieder. Ja, stressig wäre der jetzt gestorben. Keine Blutung. Ja, der wäre fast gestorben. Blau. Also jetzt, er liegt ja, das hat das Problem mit dem Typ, Michael. Lass die ihre Arbeit. Soll ich noch mal einen Dog rufen, der nochmal drüber guckt? Ja, dann quatschen. Ja, besser ist. Riech jemand seinen Füßen. Ja, riech schon. Mach nicht den Ratsch, yo. Füße sind okay. Wie kann man nur von einer Frau verhauen werden, Pinsel? Ja, echt. Ich hab's genau gesehen. So, wir wollten zu Bagger. Ja, hallo, schauen. Wir brauchen einen Krankenwagen. Hier gab's eine. Ja, war das jetzt ein Blattmitglied oder nicht? Nehm dich auch ein bisschen ein. Der hat nicht gelispelt, ich glaube, das war kein Blatt. Ich habe aber eh nur Wö gehört, ja. Oh, dann ist das einer von 2017. Ein Schmusi, Schmusi, und dann wird's dir bald besser gehen. Wir kommen jetzt. Oh, shit. Okay. Das erklärt die blauen Haare auch. Das wird wieder. Ja, nein, was er damit meinte, und 2017 ist er 18 geworden, ist so ein Gang-Ding, Kefka, das verstehst du nicht. Ach so, ja, okay. Ich bin von einem Platz. Echt? Bist du aber oben nicht? Nein.
Du bist aber Team Doc Chuck, ja. Doc Chuck. Doc Chuck, Mann. Doc Chuck. Hey, Ahu. Ja, kommt ihr mit zu Burger Shot. Wenn Pinsel wieder fit ist, ja auch. Wo denn? In der Westside? Ja, wo denn sonst? Na, die wollen 90 Dollar für den Burger. Ja, du musst das Money Shot Meal nehmen, Mann. Da hast du die Chance auf so einen kleinen Goldbarren, ja. Ihr müsst so Atom. Genau, im Müllpark. Boah, sag das mal schnell, das geht kein Schwein ja, hin. Ah, ja, ein, so ein Atom. 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 Man sagt Atom, aber es heißt Atom. 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 Atom, ja. Oh, das ist der Laden vom Chicken, Mann. Ja, das ist bei uns in Nähe zu Hause. In Nähe. Da, wo wir wohnen. Da, wo wir wohnen. Wir haben ein Haus. Wir wohnen. Das ist schon abbezahlt. Ja. Eigentlich sind wir reich. Oh, Kim ist reich, Mann. Ich hab gesagt, eigentlich. Nicht gemietet, ja. Ach so, jo, eigentlich. Wir sind aber nicht reich. Ja, oh, wir müssen schlafen. Hey, Schlonniberg, du alter Wichser, hast du den ab? Ach so, Arschloch. Sie, hey, Arschloch. Herr Kusch, ja. Haben Sie vielleicht auch noch Kontakt zu Leuten, die das Gegnerteam spielen können? Ahnung, das ist einfach ein Wie wär's denn? Hey, ich bin auch Mediziner. Boah. Ich bin gerade nicht im Dienst, kein Bock. Vielleicht irgendwelche Rocker oder so mal fragen. Ja, Rocker. Wissen Sie, ich war gerade im Norden und hab diese On-Next gefragt, aber die... Also, ja, die können sich vergessen. Die hören sich immer nur selber gern reden. Ja. Na, aber wir müssen ja nicht sofort reden. Wir können uns ja nur Zeit lassen. Ja, richtig. Das ist schon so. Aber wir brauchen ja trotzdem irgendwelche Leute in Aussicht, nicht wahr? Also da kann man sich ja schon drum kümmern. Heute werden wir sowieso nichts mehr drehen. Die nächsten Tage wahrscheinlich auch nicht. Nein, dann das dauert ja bis alle Tage. Ich sag mal meine Frau Bescheid und dann sprechen wir mal Leute an. Sehr gut, mach uns das. Ich 301, noch, 301, ne? Was ist? Ich hab kein Wort verstanden. Nein, dann hör mir zu, du Arschloch. Ja, dann sprech es vernünftig. Mann, ich sprech vernünftig. Ihre Nummer ist 301, 301. Ah, sehr gut, richtig. Jo, okay, und kümmern dich um unsere Anzeige, du Viech. Ja, richtig, servus. Okay, bye. Wir sollen auch mal Ausschau halten nach Schauspielern. Kinderüberraschung. Mila. Okay. Karo. Hast du gerade die Oma gehauen? Nein, wir haben uns einen Begrüßungsschlag gemacht. Guck mal, wie die mit guckt. Hände. Ja, die guckt immer so lass, sie sich schielt. Wir haben unseren Begrüßungshandschlag gemacht. Der geht so, komm, Oma, wir machen nochmal. Ich will, dass du die küsst. Nee. Woher kennst du die? Wir kennen uns schon von der Schulzeit. Pinsel? Er ist halt nicht ansprechbar. Das macht mir daran Sorgen. Pinsel! Aber der hat gerade eine Pulle. Pinsel! Boah. Ich pupse ihn an. Ab, Alter. Was ist passiert? Bist du ein Riesal? Oh, mein Herz. Mama mia. Here we go again. Mama! Oh, ich hab die Frau geschubst. Und dann. Was denn genau passiert? Ja, ich wollte krapschen, keine Ahnung. Ich war was? Einfach... Du wolltest krapschen? Ja, an den Haaren. Ich fand das. Ich mag Dreadlocks. Okay. Aber du warst gerade nicht ansprechbar. Dicke, hast du kurz fette Bewusstsein Würste. Verloren, oder? Ach so, nee, ich hab einfach nur. Du warst einfach nur kurz abwesend. Okay, wir haben uns kurz Sorgen gemacht, deswegen. Der ist aber auch ein Stimulant. Genau, ist ein Stimulant. Naja, der stimuliert also, immer. Anhand von dem Fußabdruck auf meinem Bauch kann ich dir sagen, dass mir jemand in den Bauch getreten hat und ich bin gestolpert. Opfer, wer stolpert? Ja. Also eindeutig der Kopf. Okay. Ich bin auf jeden Fall auf Gesicht gefallen. Okay. Mach mal die Brille aus, dann gucke ich mir erstmal an, ob du irgendwie was im Gesicht hast, ja? Oh ja. Supi. Seid ihr vom Pillbox? Nein, von Davis. Okay. So, er von Pillbox, ich bin von Davis. Ach, fahrt ihr schon zusammen, Schleife? Ja, klar.
Hätte man doch, ja. Oder nicht? Naja, es will noch ein Pillbox-Wahl haben, die sich gegenseitig gehasst. Mir ist das egal. Ja, das Central hat immer die Pillbox runtergemacht. Genau. So, okay, du hast hier eine kleine Schürfwunde, die würde ich dann einfach mal sauber machen, wenn das okay ist. Ja, das wird ein bisschen brennen. Ach, scheiß drauf. Mal ist nur einmal. Ja. Okay, ich tue jetzt mal eine Hand vorsichtig über deine Augen, damit da nichts hinkommt. Oh. So. Das nennt man Flirten. Flirten. Ich habe heute einen Kuss gekriegt. Von mir. Ist das so? Ja. Weil jetzt mir ist feucht und lecker. Was ist denn mit dem Punkt, der sich auf? Warte mal, was ist feucht und lecker? Der Kuss. Ich hätte geweint, also ja, der war feucht. Können Sie danach beim Kev Gaum am Gesicht gucken, da stimmt auch einiges nicht. Ja, natürlich. Der hat kein Kinn. Der hat kein Kinn. So. Bei wem? Alter, reden die von mir? Wir fahren dich heute noch zu Pi. Ich möchte auch einmal drücken, tust du deinen Arzt? Ja, ja, wir müssen unseren Vater vorstellen. Ich glaube, sie hat kleine Füße, vielleicht eine 36. Soll ich dir ein Eispack einfach also mitgeben? Also, flüchtig. Auf jeden Fall. Das mach ich hier noch eine Heparinsalbe drauf und dann kriegst du noch ein Eispack. Ja, schmier mir mal noch was ins Gesicht. Nein, auf den Bauch. Das habe ich schon gemacht. Ins Gesicht, okay, kann ich machen. Ich mag das. Hier, bitte sehr. Oh, geil, danke. Und dann noch mehr. Ach, oh, ja, Pepe. Und so ja, hier ist ein Typ im Stadtpark, der meint, der wäre dein Vater. Echt? Aber ich kann gerade nicht mit angeschossen. Ich will jetzt eigentlich heim. Du wurdest angeschossen? Ja, ja. Schon wieder. Mann, ja, sag mir, sollst du von wem, Mann? Von wem, Mann? Ich soll von Roy fragen, von wem? Von den Cops. Oh. Da war eine Razzia bei uns, wir haben auf die Cops geballert. Ach du Scheiße. Da war eine Razzia bei euch mit den Cops. Ja, ja. Ach, Herr Nimini. Na, wenn ihr operiert werden müsst, weil du müsst ein Stück Seite. Ich verstehe nicht, warum noch nie bei uns. Wenn ihr mal operiert werden müsst oder so, dann kommt ins Baker und ruf an. Wir sind noch Ärzte. Okay, bye-bye. Weil wir nur Kühlpacks schlafen, ja. Alter. Ja. Wir hören uns. Oh, nein, Mann. Ja, Pepe also wurde angeschossen von den Cops. Da gab's eine Razzia. Ja, die rappen mir auch darüber, dass die mit 10 Tonnen auf Lager haben, Mann. Das ist echt unvorteilhaft. Ich meine, das ist ziemlich dumm. Wie etwas, also, kommt was verdummt. Nein, der ist im Krankenhaus. Der wurde angeschossen. Ja, vielleicht solltest du deinen Sohn besuchen gehen, Mann. Ja, Mann. Das wird doch jeder abkaufen. Du. Auch ohne Ausweis, ich schwöre. Glaubst du? Ja, Mann. Auf jeden Fall, Alter. Okay. Ja, weißt du, welchen der liegt, Mann? Ich denke mal im Pildebox. Ja, davon da kommen auch die ganze Zeit Bullenkarren her und so. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir da gleich mal hin. Willst du dich jetzt nicht mehr anlehnen? Er wird sterben, mein Sohn. Er wird sterben, mein Sohn. Bald macht auch er keinen Ton. Ich wusste gar nicht, dass du deine Klappgitarre dabei hast. Go, go. Er wird sterben, mein Sohn. Er wird sterben, mein Sohn. Go, go. Bald macht er keinen Ton, denn er wird sterben, mein Sohn. Er wird sterben, mein Sohn. Ja, aber das ist New Metal. Mein Sohn. Jetzt weiß ich auch, warum alle sagen, dass wir gut im Norden passen. Ja, oh Mann, ihr habt voll einen an der Waffe. Lange sowas nicht mehr gesehen, Mann. Okay, keine Waffe. Ja, ich hab doch die Waffe, Mann. Die Strap, yo, so. Die Glizzy. Pew, pew. Ich hatte mein ganzes Leben noch nie eine Waffe in der Hand. Komm, wie James Bond. Wir haben noch Messer Hand, im Auto. Golden Gun. Und echt? Meine Taschenlampe. Ich hab meine Tasche, Mann. Meine ist im Auto. Soll ich euch einen Trink zeigen? Ja. Gott. Oh Gott. Das war knapp. Ich hatte kurz Angst. Was? Ich bin der Delta Musikpark. Frau Teddy Tech. Was sind die denn so laut, Alter? Was bist du? Alter, boah, der redet wie echt 2008. Ich hab gar kein Bein. Bus. Doch. Und wenn du dann da liegst, dann sag ich, dein Bein ist verdreht. Boah, könnt ihr woanders flirten, wenn ihr nicht mag? Boah, das ist echt eklig, was hier gerade passiert. Clubschauge. Wo ist denn dein Kind? Was? Was? Was soll denn hier? Was? Wo ist denn dein Kind? Das ist der Papa von Piep. Du siehst aus, als wurdest du in der Schule gemobbt. Nein, du hast eine Justin Bieber-Frise, Alter. Komm, und du hast Lippenstift. Na und?
Das ist kein Lippenstift, das ist Natur, Alter. Boah, aber die gutes Blut ist doch kein... Was ist mit deiner... Was ist mit deinem Gesicht, Junge? Was soll denn mit deinem Gesicht sein, Alter? Jetzt bleib doch mal stillstehen. Guck dir sein... Hallo? Hey, Mann! Entschuldigung. Was ist das für ein Gesicht? Was machst du da? Mach dich sauber. Boah. Aber wo? Mila! Die Seite sieht aus wie ein Stadtbad. Mit zwei Höckern. Was machst du? Keine Ahnung. Putzi, putzi, Handy, Handy. Mann, ey, du musst auch immer einen Schweinekern machen. Ich verstehe nicht. Du bist ein Schwein, muss denn das sein? Du bist so ein Schwein, das muss doch wirklich nicht sein. Hör auf, so zu sein, du dummes, deckiges Schwein. Hör endlich auf, so zu sein, du dummes, deckiges Schwein. Hör endlich auf, so zu sein. Sonst du sagst zu mir Schwein, weil der Pinsel ist nackig im Stadtpark. Da, Pinsel, hör auf. Boah, du siehst aber auch wie aus dem Ei gepellt, ne? Ja, ist immer. Immer. Du immer, wir kennen uns seit heute. Du hast Lipgloss drauf, Bro. Ja, und? Bro? Dann kuss mich doch. Soll ich den Trick zeigen? Nein, hör auf, dann. Die haben, ich muss, die müssen dann immer rüber gucken. Wenn das so weitergeht mit dir, stirbst du eh bald. Was machen wir nun? Na, wir können Pepe im Krankenhaus besuchen. Was zum Teufel? Was machst du da, Pinsel? Ich hatte mal eine Katze, die hat gebellt. Was hat denn das damit zu tun, Leo? Wie sind keiner. Das? Was oh, mein Gehirn ist kaputt. Was soll ich das sehen? Du bist so sinnlos, Junge, ne? Ja, das war wirklich... Da ist selbst die Verwirrung verwirrt, sag ich dir ehrlich. Ja, lass einfach Zeit, Motherfucker. Komm mir nicht schon wieder so nah. Ich sehe es doch, dass du schon wieder aggressiv wirst. Was ist denn? Was willst du, ha? Was willst du? Also, ihr passt, ey. Nur lass mich da raus. Hör auf. Nee, hör auf. Die was? Die buttert. Die buttert mir nur den. Nee, die wollen Piepe suchen gehen. Piepe. Sollen wir mitgehen? Ich geh jetzt pennen. Als ob du jetzt pennen gehst. Doch. Guck mal. Als ob. Halb eins. Was glaubst du denn? Wir haben halb zwölf. Hast dich erschreckt? Nö. Ja. Niemand hat sich erschreckt. Ich geh aber jetzt. Echt jetzt? Echt jetzt? Ja, ja. Was bist denn du für ein Schwächling? Naja, morgen 6:30 Uhr, aber fällt, so ein Ding ist ja. Na, wir bleiben morgen im Bett, ne? Morgen? Mina? Mina? Bitte sag mal. Ja. Mila, guck mal, was ich mache. Wir bleiben morgen. Schlatsch. Oh, da wird ein Anfall. Nicht. Was geht ab, Shorty? Dankeschön für den Prime 50. Junge. Ich komme bald meine New World vorbei, ne, Shorty? Ich hoffe auf ein paar Goldspenden von dir. Boah, die fahren rennen. Boah, hab nicht hingeguckt. Wir hätten das voll gewonnen. Oh, die ich hätte gerade schwören können, der fliegt von der Brücke. Oh. Sollen wir Piepe fallen aus dem Krankenhaus? Ja, mach dir das. Kommst du nicht mit? Du gehst doch nicht wirklich schlafen. Doch, doch. Ich muss morgen ganz früh raus. Okay. Mila, wir bleiben morgen im Bett, ne? Na, Caro. Dann mach's gut, Pinselchen. Aber ich muss morgen mit Officer Lüg zum Praktikumstag. Ja, dann mach das. Schaff das schon. Jetzt sag ich vor, auf jetzt. Oh mein Und Gott. Und du musst nochmal die Dame anrufen. Mach ich jetzt sofort. Okay. Dann mach gut, Pinsel, ja? Ei. Dann ist das Ende. Ei. Bis dann. Ei. Hey, ihr seid ja super krass, Mann. Boah. Wir brauchen jemanden, der Staatssignal. Der Chef, da ein bisschen zurück. Ein bisschen vor. Noch ein Stück. Okay, so ist in Ordnung. Auf Gib drei. Gas. Eins. Zwei. Drei! Chef, das ist zu früh. Oh mein Gott. Tja, Schotti, hier hättest du Spaß. Hier gibt's Tuning-Szene. Guck mal, die fahren einfach rennen hier, Alter. Mila, hast du in die Hose gemacht? Nee, warum?
Weil du löst doch komisch. Ich hab gar keine Hose an. Aber du hast einen Rock an. Ja. Ja. Aber keine Hose. Du meinst einen Schlipper. Ein Chibi habe ich an, ja. Mhm. Glaube ich. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Du hast eben meine 50. Schweiz Maul, Junge. Push von rechts, danke für den Prime. Im 12. ein Jahr, Junge. Gut, kick in die Runde, dankeschön. Okay, welches Krankenhaus müssen wir? Na, ich glaube, das ist ein Pillbox, bin mir nicht sicher. Nee, die haben schon eine richtige Tuning-Szene, Alter. Die treffen sich auch immer. Das ist schon richtig. Du kannst ja mal den Chef anrufen, den Tore. Ich hab die Nummer nicht. Hm. Warte, Mina, ich rufe die Frau jetzt an. Okay. Nicht, dass sie uns vergisst. Okay. Klingelt. Halt mich mehr gedrückt. Manu. Und ich rufe den Exkursion. Ah. Halt mich mehr gedrückt. Okay, dann haben die wirklich was zu tun. Weil der drückt uns nicht weg. Ja, aber hier gibt's ja eine richtig große Tuning-Gruppe. Meinst du, wir dürfen hier rein oder im Hausverbot? Wir haben kein Hausverbot. Opfer wäre sowas. Warte. Wenn wir fragen, ob der Piep da ist, weil seine Freundin sich Sorgen macht. Mhm. Hallöchen. Hallo. Hallo. Der Piep, liegt der hier? Bitte? Der Piep. Der Piep? Ja. Mit einer Schussverletzung? Mit und so, Schussverletzung. Guck mal gerne nach, kleiner Blick. Seine Freundin macht sich Sorgen. Hier denn nicht ans Telefon oder warum? Mhm, der hat eine Schussverletzung. Wir sind übrigens auch Ärzte vom Baker. Aus dem Norden. Wollte ich nur mal gesagt haben. Oder steht sowas im Leitsternblatt mittlerweile? Das steht eigentlich sonst in der Räumverteilung. Wie war der Name? Herr Piep? Oder? Das ist der Spitzname. Wie ist der richtige Name? Ja, das ist eine gute Frage. Den richtigen Namen weiß nicht mal die Freundin, oder? Sie hat einen Piep. Ich ruf den normalen. Versuch. Drück mich weg. Der wird von der Polizei angeschossen. Ja. Also ansonsten gerne mal die Kollegen drinnen fragen, wenn da noch Kollegen sind. Okay. Das ist der Ding, das ist der Dr. Pajari oder so. Hm? Boah, die sind alle neu. Boah, ist das hell. Ja, dann, Wer noch irgendwen mit einer Schussverletzung oder liegt der vielleicht im Davis? Liegt der Piep hier? Piep ist vorher gegangen. Achso, der ist schon in Lassen geworden. Okay. Okay, danke. Dankeschön. Ich habe Taxi gerufen, aber Taxi war nicht da. Okay, dankeschön. Ja, bitte, tschau. Tschüss. Ach ja, Mila. Ja? Ist dir übrigens das an mir aufgefallen? Komm mal her. Guck mal in meinen Hals hier. Den Schwanig tätowieren lassen? Nein, das ist ein Thunviech. Achso. Das ist... Aber jetzt, wo du sagst, nein, das ist nicht lustig. Das ist überhaupt nicht lustig. Chat gegen Raid beim Pinsel. Das sieht echt aus wie ein Schwanz. Das ist nicht... Oh mein Gott, ich muss das wegmachen lassen. Und White, dankeschön für den Prime Sub im 46. Monat. Und Pinsel, dankeschön für den Host, oder Wait.
Das ist echt kein Schwanz, das ist ein Viech. Ja. Guck nochmal genau hin. Und halt mein... Halt mal dein... Oh mein Gott. Dr. Chuck muss mir das weglasern. Sieht das echt aus so? Ja. Dori hat gesagt, das ist ein Viech. Ja, okay. Aber du warst auch echt gemein zu Dori eine Weile lang. Oh mein Gott. Warte. Ich sehe es nicht richtig. Das sieht... Schau später im Spiegel. Ich habe einen Schwanz am Hals, der du mir hast. Das ist nicht lustig. Manu. Oh mein Gott. Magst du mich trotzdem? Komm, steig einfach ein. Okay. Oh mein Gott. Ich werde Dori verklagen. Wohin fahren wir? Zu Piep in die Hood? Kannst du mal vorbeifahren? Das ist ein Viech, okay? Ja, Caro. Wizard, danke schön für den Prime 26. Ich frag mich nur, ob andere das aussagen. Ich lass mir das wegoperieren. Sag niemanden, dass du da ein Tattoo hast. Okay. Dir ist es ja auch nicht aufgefallen. Ja. Ach du Sch... Guck nicht. Ich kann nicht. Bill, du ärgerst mich deswegen. Nein. Ich rufe Dori jetzt an. Oh mein Gott! Hallo, sind Sie ein Geisterfahrer? Seid ihr wahnsinnig? Sind Sie ein Geisterfahrer? Ja, ich bin ein bisschen wahnsinnig. Warum? Oh, das war sehr knapp. Weil Sie hier richtig krank gefahren sind. Ja, sorry, meine... Ich bin gerade etwas... Noch unter Adrenalin. Seht ihr, die Cops haben eine Razzia bei uns gemacht. Meine Kumpels sind hinten im Krankenhaus. Sie. Warte, Piep? Gehörst du zu Piep? No, ich gar nicht zu Piep. Ich gehör zu den Latin Kings. Ah, okay. Okay. Ja, aber schickes Auto, was ihr habt. Oh, danke. Mhm. Hab ja, ich mitdesignt. Tatsächlich? Ja. Warum? Oh. Es hat auch meinen Namen. Genau. Ja, wie heißt das denn? Lampati Chikimila. Heilige Scheiße, das ist ja ein abgefahrener Name. Hm. Und jetzt ja, gut, sucht die Polizei sie? Mich nicht. Ich war ja nicht dabei. Ich will mich jetzt nur erkundschaften, wie es meinen Hermanos da drinnen geht. Sie. Wir sind zufälligerweise Ärzte aus dem Baker und ich könnte in mein Handy gucken. Oh, das wäre super. Wie ist denn der Name von den Pfolgen? Das sind insgesamt drei Leute. Einmal Felipe Augustin Pineda. Moment. Und wo sollen die sein? Hier in der Softside, in dem Medical Felipe? Center. Felipe? Okay. Der wird gerade behandelt. Romeo okay. Diaz Dominguez. Ganz genau. Steckschuss in Rechtsrücken. Dritten Grades, wenn noch. Okay. Javi, ich weiß seinen restlichen Namen nicht. Javi? Nee. J-R-V-I. Ist nicht drin? Ah, okay. Dann haben die den aber nicht aufgenommen. Aber Romeo Diaz Dominguez wird schon lassen. Jetzt gerade. Ah, okay. Cameron Tyler? Dann fahre ich mal eben nach vorne vor, um die einzusackern, sie. Okay. Vielen Dank. Vielen Und Dank. Einen Surer. Wie bitte? Ein Surer. Renaud, das gehört nicht zu uns. Okay. Alles klar, danke. Kein Problem. Alles Gute. Stimmt, wir können alles über Handy gucken. Wem extern leiden? Scheiß Leitstellenblattkacke, Alter. Eigentlich müsste man so nur am Handy können. So, ach, am was Computer. Nun? Na, beim Piepen. Skype, danke schön für 100 Bits. Piep, piep, piep. Wir haben einen Dieb. Wir müssen tanken. Ja. Hier sind die doch, oder? Links. Oder? Vorsichtig.
Genau, gleich. Ich wollte gerade zurückrufen, sorry. Ich wollte gerade zurückrufen, wirklich. Wen haben wir denn da? Ihr scheiß Wichser. Ach ja, ja, pass auf, ich kann jetzt erklären. Wir haben gerade deinen Vater getroffen, Piep. Mein Vater? Wer ist mein Vater? Kefka. Ja, Kefka ist ein super, super cooler Typ, mit dem häng ich gerne ab. Der stand am Stadttag und meinte, du kommst aus Reden wir mal über die Anrufe, hä? Ja, reden wir mal über die Anrufe. Ich glaube, das lädt ihr untereinander. Ich muss doch mal los. Nee. Frau Bullock drückt mich aus und die ganze Zeit weg. Genau, was mit dir verbucht? Ich muss ins Bett, es ist schon spät, also. Ach, ich sag Frau Bullock nochmal Bescheid, ja? Ja, ich sag ihr auch nochmal Bescheid. Ja, ich auch. Mal lieber die Fresse ab, sie kommt. Du fuchst das mal auf, du übertreibst es schon. Mann, Meta. Grüße zusammen. Grüße. Ja. Grüße. Und wie geht's? Ja, ich hab gehört, du wurdest voll abgeknallt. Ja, hast du gesehen, das Kapauto, was da stand? Ne? Alle rausgeschossen, sag ich dir. Wir haben nur gerade mitbekommen, dass bei den Lightning Kings auch eine Razzia war. Ja, ich weiß, da war die Razzia und das ist mit in der Nähe von Ranch House und dann kamen die zu uns rüber. Ja, und auf einmal richtig. Ging's los. Auf einmal kam ein Panzer angerollt. Auf einmal kam wirklich ein Panzer angerollt, das war krank. Alter, der Mann den Granatenwerfer? Keine Ahnung, ich hab nur MPs und Shotguns gehört. Ja. Auf jeden Fall, wir sind im Baker, wenn ihr irgendwas habt, dann ruft an und dann operieren wir euch. Ja, okay, wir sind mittlerweile echt ein eingespieltes Spiel. Und der Chef ist nicht da, wir können da machen, was wir wollen. Oh, ja, das ist gut. Geil. Wir haben schon den Roy gestern operiert und heute Dori. Okay, ja, wenn es mal klappt auf jeden Fall. Ich hoffe, ich werde nicht mehr so schnell angeschossen. Aber, wir sind für den Tag angeschossen. Ja, jeden zweiten, wenn ich bitten darf. Mila, was hast du eigentlich schon wieder? Wie? Na, bist du voll hibbelig. Dann gut auf. OG, schlaf gut, bye-bye. Ich bin heute ein Schauspiel-Legende wieder mal auf der Spur. Ja, das bin ich. Ein Hühnchen. Ich bin... Ja, die hat mich heute richtig heftig gepickt. Echt? Da lag ich auf dem Boden und sie ist auf mir drauf und dann am Picken gewesen. Mitten auf der Straße. Ja. So. Papa! Nein, Jungs, ich hab meine Frage, okay? Ja. Aber ihr dürft... Guck mal, ich hab mich am linken Hals tätowieren lassen. Mila sagt aus, das sieht wie ein Schwanz. Nein, Mensch! Guck mal. Das soll aber ein Viech sein. Ah! Was sagen die? Nee, sieht aus wie ein Schwanz. Ja. Sieht sowas von aus wie ein Schwanz, also wirklich. Scheiße, ich hab's dir gesagt. Vielleicht, wenn du das Oberteil ausziehst, zieh mal aus. Ihr seid nicht Bonnie und Clyde, ihr seid Bonnie und Schwanz. Das ist siehst nicht du, du lässt mich voll dumm dastehen. Sag dir. Ich lass mir das weglasern. Ja, weglasern oder schneid am besten den ganzen Hals direkt, ne? Ja. Aber die Haut rausschneiden. Ja, vielleicht können wir Asher transportieren. Ihr seid dumm. Ja, nein, guck, das hat bei Pieps Kinder auch gut geklappt. Nee, das wurde wirklich... Das ist immer noch kein Kind. Hey, das ist durch meine MMA-Fighter. Großeltern. Du bist wie so ein halber Radiergummi. Und nur zufällig hat dein Vater auch kein Kind. Genau, der Kefka. Der dich übrigens sucht. Der sucht mich. Jawohl, der meinte, der will dich richtig verkloppen. Was das denn? Weiß nicht, weil du uneidig warst in der Schule oder so. Scheiße. Der hat mir gar nichts mehr zu sagen. Ich bin alt genug. Und der hat vorhin gesagt, er hofft, dass du stirbst, damit er erbt. Ja, okay. Ja, aber die Langwaffen von uns, die ja, gehen wo alles... Wo hast du nur die freshen Sneaker her, Mann? Ja, oh, geil, oder, Mann? Aus dem Paletti-Shop. Echt? Ja, Mann. Kosten die 900? Nee, die kosten 150, 200 Dollar, Mann. Was? Boah, nur so wenig? Wollt ihr mich fragen, wo ich meine Schuhe her hab? Hey, wo hast du nur die freshen... Nee. Jetzt hab ich ihn nochmal gesehen. Aus dem Secondhand. Ich hab Steig mit Schuhen und deswegen trage ich nur noch Stiefel. Ja, die sind ja richtig fresh. Muss mir die gleich auch kaufen. Ja, das sind Mike A. irgendwas. Schuhe. Die sehen cool aus. Doch, Leute, ich geh jetzt pennen. Ich wurde angeschossen. Ja, wie gesagt, ruft einfach an, wenn ihr Verletzungen habt. Wir können schwarzen. Und wir schreiben auch keine Akten, weil wir sind zu faul. Ja, und wenn ihr mal in Knast müsst, kann ich sagen, dass ihr Aggressionsprobleme habt und lieber... statt Knast in eine Therapie müsst. Milas Psychologin. Wenn ihr angezeigt werdet, kommt zu uns. Wir machen euch ein Dokument fertig.
dass ihr unzurechnungsfähig seid. Dann kommt ihr nicht ins Gefängnis. Und bei uns gibt es auch Cannabis-Lizenz für Dings hier. Medizinisches Cannabis. Das für Eigenbedarf, Mann? Ja. Für Eigenbedarf? Ja. Okay. Ihr dürft dann überall rauchen. Und ich glaube auch anpflanzen. Anpflanzen auch? Ja, aber nur ein, zwei Pflänzchen. Wegen Eigenbedarf. Oh, okay, dann mache ich die direkt vor meine Tür. Genau. Ich wollte Piep schon immer mal tippieren. Tippieren? Ja, okay, bestanden ab. Wir gehen nur kurz die Schuhe schuppen. Ja, later, Bros. Later, Bros. Ja, oh, macht's gut, later, Mann. Bros. Bye. Er sagt den heutzutage later, Bros. Hat sich voll scheiße an. It's my Nein, Gott, ich meinte einfach, du hast kein Kinn. Ja, kein Kinn zu haben, voll schlimm, ey. Dein Kinn? Voll schlimm. Wir müssen tanken. Ja. Ich will auch die Tour haben. Dann hol sie dir. Mach ich jetzt auch. Nö. Buh. Nö. Wow. Sieh mal. Ich rufe jetzt nochmal da an. Dürfen wir eigentlich auch die roten Krankenwagen bei Dr. Chuck fahren? Wir haben nur den Ranger. Mann. Die hat mich schon wieder weggedrückt. Boah, Mano. Ich rufe jetzt den Bruder an. Boah, boah. Und dann rufe ich den Luke an. Ja? Die drücken mich die ganze Zeit weg, die Frau Bullock. Ja, die ist gerade am Stadtpark. Fahren Sie zum Stadtpark. Okay, okay. Wie sieht die denn aus? Die hübscheste Frau, die Sie sich vorstellen können. Ja, das ist meine Frau. Ach so, dann stellen Sie vor, Sie wären ich und dann die hübscheste Frau, die Sie sich vorstellen können. Kriegen alles Sie das klar, hin? Alles klar. Stadtpark, Mina, Stadtpark. Stadtpark. Ja, ich muss ins Bett. Grüße, Mr. Kosch. Guten Nacht. Wir sollen auf eine Frau am Stadtpark achten, die aussieht wie Officer XQC. Und als weiblich. Fahr zum Stadtpark! Hier ist doch der Stadtpark! Andere Was Seite, Mann! Was denn? Mein Gott! Boah, ich mach doch einen Spaß. Chill doch mal! Fick dich! Fick du selber! Fick du dich! Wie soll wohl Ding hier sein? Ich glaube, das ist Spider. Die ist voll creepy, Mila. Also, ich würde sagen, wir gucken ja, uns da mal das an, zupfen da mal kurz dran und gucken, ob das echt ist. Naja, machen Sie Ihre Arbeit, Sie sind die Expertin, Mann. Aber, ich bin nur für Parkvergehen zuständig. Moment. Deswegen kann ich Sie kurz sprechen? Mila? Ja. Da sprechen Sie, ich stehe da noch vor. Die Frau mit der Bomberjacke, das ist die. Okay, dann quatsch dich. Aber ich will sie lassen, ne? Sonst quatsch dich. Pass auf. Du verwickelst sie in ein Gespräch, fragst, ob sie mitkommen kann und dann komme ich dazu, okay? Nee, nur quatsch die einfach. Haben sie dann eine Rauch, wo mehr Rauch ja, aber wenn das aus Gummi ist, da werde ich das natürlich nicht rauchen. Das ist ja so eine Pomo-Pflanze, dachte wenn ich. Wenn du das anfährst, dann musst du ja feststellen, ob das aus Gummi ist. Warte mal. Ich würde schon sagen, das ist... Habt ihr jetzt plötzlich Interesse dran, irgendwelche Pflanzen zu berühren? Sind Sie da Expertin? Sagen Sie mal, ist das echt? Ist Dr. Kusch. Mhm. Ja, das ist ziemlich kuschartig. Also müsste ich das jetzt Kusch. Quasi... Das ist eine echte. Aber du musst doch nicht deinen Kopf da in die Blutbahn stecken, das ist doch... Mila, pick mal richtig. Die Erde, Mila. Pick ja. Die Erde. Und? Mhm. Ja, das ist nur Erde, die für sehr hochwertiges Weed... benutzt wird. Wie bitte, ist ja, und die Pflanze? Hamster getreten? Hallo? Nein, die Pflanze ist damit dann hochwertiges Weed. Die ist so echt, wie etwas echt ist. Wer kriegt denn hier? Ja, ich danke für die Expertise. Kein Problem, können Sie jetzt an Ihr Handy gehen? Ja, bitte. Frau Bullock, Sie wurden das verraten. Ist ich habe die ganze Zeit hier irgendwie Anrufe und mit dem Krankenhaus. Wir warten sowas. Schon 24 Stunden. Ich weiß. Bitte.
Ja, gleich, gleich, gleich. Okay. Okay, ich riech weiter. Ja, riechen Sie so lang. Geht's der viel? Die Haut ab. Denkt an Peaches abonnieren, folgen und die Glocke aktivieren. Tyler? Gute Stuff. Ja. Was? Tyler? Tyler, du Arsch. Du. Und Spider. Spider, wir müssen mal quatschen. Macht mir Angst. Was meinst du? Ja, klar. Du warst gestern da, was? Wo wir das Zeug hinbringen wollten. Sag nicht, du bist da mit in so ein Zeug drin involviert. Was für Zeug meinst Warum du denn? Warum wollt ihr uns töten? Wer will wen töten? Und unser Haus abfackeln. Genau. Gottes Willen. Was? Ehrlich? Also irgendwie, wir haben das Zeug so an den Ort gebracht und dann, wir haben euch in Auto gesehen. Ja, wir haben auch noch einen Anruf bekommen. Ja, ja, ja. Ja, wirklich. Erzähl dir keine Kokolores. Moment. Ich sehe in deine Augen, ob du lügst. Kannst du das damit sehen? Ja. Das ist mein Wahrheits... Mein Wahrheitsrohr. Mein Wahrheitsrohr. Also dann hat Taylor den Anruf bekommen. Aha. Aha. Hab ich auch, ja. Mein Wahrheitsrohr der Wahrheit. Du musst die Wahrheit jetzt sagen. Ich sag immer die Wahrheit. Warum willst du uns umbringen, Tyler? Wieso soll ich umbringen? Was? Wer sagt denn sowas? Wer will uns denn umbringen? Ich wusste bis jetzt gar nicht, dass irgendwer wen umbringen will. Wieso? Wer's wir denn? Werden umgebracht. Unser Haus wird abgefackelt. Wieso denn? Weil wir Medizin abgeben sollen. Genau. Ah. Okay. Seid ihr ein Pärchen? Macht ihr Knutschi? Ja. Knutschi? Wir sind verheiratet. Wollen wir rumknutschen? Wir können knutschen, wenn wir wollen. Ja, wir können alle zusammen auch knutschen, wenn. Wollt ihr bei uns schlafen? Nein, wenn euer Haus abgefackelt wird, nein. Na, dann hört, dann fackelt unser Haus nicht ab. Ja, widerlich, mach das mal woanders klar. Was denn? Wir machen nur Spaß. Wieso sollten wir das machen? Also, ich bin schon ein bisschen traurig jetzt, dass ihr sowas denkt. Weil ihr gestern im Übergabe wart. Ja. Ja, weil ich einen Anruf bekommen habe, dass da was liegt. Ich du weißt doch, wie neugierig ich wir bin. Wir haben auch vor den Anruf bekommen, also nicht wir, sondern Pinsel. Okay. Aber Pinsel wohnt halt bei uns. Noch. Nee, ich mach euch doch gar nichts. Ist auch besser so, weil sonst könnten wir keine Freunde mehr sein. Genau. No. Ich dachte, jetzt kommt eine Drohung, ey. Hey! Du hast gesagt, wir sind Freunde und wir ja, immer wenn doch. Wir... Ich mach euch doch nichts. Also ich hab du hast gesagt, immer wenn wir irgendwie... Jetzt wein die Bindier, du Penner. Wir uns anrufen und wir ignorieren uns nicht. Das hast du gesagt. Ja, hab ich auch Guck gesagt. Mal, da kommen Tränen aus dem Fernglas. Oh, oh. Hat doch keiner angerufen. Also, hä? Nebel. Ja, ich wurde auch noch nicht ignoriert. Ja, eben. So was macht man nicht. Nebelschwein. Ist echt nebelig. Was los, Motherfucker? Miss Peachy. Ja. Was kann ich für sie tun? Keine Bilder, du willst uns umbringen. Nein, will ich nicht, ey. Du kannst das überhaupt glauben. Na, weil ihr da wart. Ja, weil ich einen Anruf bekommen hab. Ja, und wenn ich dich jetzt anrufe und sag, spring von der Brücke, machst du es auch? Wir nehmen sie jetzt hier auf jeden Fall fest, weil sie das diese ist doch nicht Scheiß... interessant, da weiß ich Sie sind eine Schwerverbrecherin, sie kommen jetzt im Knast. Drogenkonsum, Kampf gegen die Drogen. Ihr wart doch auch da, ihr habt doch... Nein. Seid doch da, habt doch das gleiche Glück gemacht. Ich pflege deine Pflanze weiter. Versuchen sie ihr Glück. Ich verstehe es nicht mehr. Das ist Fake. Okay. Das ist nur Schauspielerei. Und ziemlich schlecht sogar. Was machen die denn? Bleiben Sie ruhig, junge Frau. Nehmen Sie die Flossen hoch. Der macht nicht mal Geräusche beim Ausweichen. Hm. Großartig. Wieder eine Verbrecherin gestellt. Alles Fake. Scheiße, alles Fake. Einzige, was Fake ist, ist Ihr Bart, Sir. Quatschen Sie nicht rum, wenn Sie unsere Arbeit machen. Alles Fake. Fake-Verhaftung. Die Sicht von Ihrer Freundin hier nebenan ist Fake. Fake-Verhaftung. Sie können gerne alles rappen, aber nicht alles pflanzen. So sieht es aus. Fake-Verhaftung für Promo. Folgen Sie der Lady zum Auto. Einmal mir folgen. Absolute Fake-Verhaftung. Alles nur Promo. Wir bestellen das Auto. So ein Lutscher. Und damit wir unser Geld bekommen. Rechts rein, ich halte den Kopf. Komm alle um das Auto. Dirk, möchte Sie bitten, mich nicht zu beleidigen? Ich bin 42 Jahre alt und habe Respekt verdient. Woher wollen Sie denn überhaupt wissen, dass ich Sie meine? Natürlich. Aber schön, dass Sie sich angesprochen fühlen. So ein kleines Selbstwertgefühl, wie Sie einem anscheinend. Mein Selbstwertgefühl ist sehr groß, können Sie mal, können Sie mal glauben. Deshalb fühlen Sie sich auch angesprochen. Sativa oder sowas. Wir haben eine schöne Bille. Ja. Vielen Dank, Sie auch. Er hat gerade gesagt, dein Gesicht ist fake.
Ja, natürlich, ist doch angemalt. Ist nicht angemalt. Wie, das ist nicht angemalt? Die ist doch nicht auf der Welt gekommen. Ist so geboren. Ach, das ist doch Quatsch. Ist nicht Quatsch. Das ist mein Glaube. Also, ich muss mir doch jetzt nicht hier von irgendjemandem Fake-Verhaftung vorhalten lassen, der mit mir schwingt, die sich drum löst. Fake-Verhaftung. Sag mal, sind Sie mit dem Kopf im Baum gelaufen oder was? Fake-Verhaftung. Aschlappan, genau. Aschlappan, kümmern Sie sich mal lieber um die Drogenpflanzen. So schlagfertig wie 13-Jährige. Ja, genau. Gar nichts draus. Genau. Und Sie sind super eloquent. Möchte gern intelligenter Mensch. Das hat schon meine Mutter mal gesagt. Ja, ja. Kommen wir denn dahin? Mama kann einem leid tun. Sie können mir nur leid tun. Komm, setzen Sie sich hier in eine Factory Sound und verschwinden Sie. Wir sind wirklich eine traurige Welt. Fake-Verhaftung. Fake-Verhaftung. Ja, warte. Im Gegensatz zu Ihnen. Ja, gut, alles fahren. Nur Pomo. Da ist jetzt irgendwer noch mit eingestiegen. Fake-Verhaftung. Ja, das sind meine natürlich Anhänger. Steigt da noch mit einer ein. Das ist eine Fake-Verhaftung. Inkompetent Eure Polizei. Eure Ehe ist fake. Stimmt nicht. Stimmt voll nicht. Fake-Verhaftung. Das ist Kickbait. Kickbait. Hätte mir wenigstens eine bessere Chance. Ich glaube, die muss nicht machen. Ich glaube auch. Damit haben wir es uns endgültig vermasselt. Da müssen wir uns die Kurve anders besuchen. Ich werde nie mein Auto bekommen. Dann verkaufen wir das andere. Wir gehen nicht mal arbeiten. Ja, doch. Nee, wir wollten heute arbeiten. Ja, aber da kommt immer was dazwischen. Ich kann eine Nummer anrufen. Ja. Mal gucken, wo die... Ach, das wird schon gut gehen. Guck schon mal dabei. Ja, welches Wunder. Okay, dann, hey, ist auch schon spät. Komm, wir gehen einfach nach Hause. Was ist mit Teil und Spider? Wir müssen ihn nur meckern. Schon, macht's ne? gut, Tyler und Spider. Tschüss. Bringt uns nicht um. Nein, ja, unser Haus. Nicht unser Haus abfackeln, bitte. Ja, wir machen gar nichts. Okay. Ja. Wo willst du hin? Wir haben links geparkt. So eine Fake-Verhaftung. Wir Pomo. Die sind eh nicht reich. Sind die auch nicht. Die ganze Zeit haben die uns gemieden, weil die eigentlich gar nichts haben. Genau. Deswegen gehen die auch nicht in Handy. Was für ein Abend noch. Das Roy. Das Roy. Yo, Grape Seeds for Life. Hey, yo, was geht? Wir haben gerade eine Fake-Verhaftung gesehen. Und wir haben Piep gesehen. Wo denn? Der ist jetzt heier machen. Ja, wir fahren gerade bei den Ranchos, Mann. Ja, hat euch so ein Typ nach den DFB-Regeln gefragt? Mm-mm. Okay, yo. Was ist der DFB? Ja, ich kann das jetzt nicht aussprechen. Okay. Wir gehen schlafen. Ja, ist klar, wir... Lasst euch nicht umbringen. Ja, gute Nacht! Wir kämpfen jetzt hier auch in der Stadt, Mann. Bye-bye. Also. Geske. Und deinen Schwanz lässt du dir wegmachen? Ja, den im Heim zumindest. Okay. Geil. Das ist gut. Gucken wir morgen zur Serie? Welche Serie? Na, du weißt schon. Ach so, ja. Ruf noch eben bei Dory an. Okay. Ich schreibe dir eine SMS. Okay. Der Frau Bullock.
Sehr schön. Hm, siehst du, ich sag ja Wunderkind. Lemmy, mach's gut, mach's gut. Wir machen jetzt aus übrigens, Chat. Ja, keine Sorge, auch wenn der Highwall kommt. Der Highwall. Der Highwall. Das ist ein Highwall. Der sieht ein bisschen krass aus, weil der echt riesig ist. Und du denkst auch, du denkst aber nur, er will dich fesseln. Aber er will dich nicht wirklich fesseln. Er schuckt dich und dann spuckt er dich. Du musst nicht wecken. Er schuckt dich runter und dann spült er dich so aus seinem Loch wieder raus. Ja. Das ist ein... Okay. Das kannst du auch machen. Und hör nicht. Hör bloß nicht. Um Gottes Willen. Auf den Bärtigermann. Was? Bärtigermann. Ich hab doch gesagt, heute ist ruhig. Nein, Bärtigermann. Sieht aus wie eine Mischung aus einem Bär und einem Tiger. Warum und bist vielleicht du am Quasseln? Ein bisschen Werfe auch. Ich muss jetzt auflegen, Curtis meckert, aber solange dir gut geht, wie gesagt, halt dich vor dem Bärtigermann fern. Sieht aus wie Mischung aus Bärtiger, bisschen Giraffe. Aber die Giraffe hat es nicht mehr in den Namen geschafft. Ist das nicht ein Bär, ein Tiger und ein Mann? Okay, mach's gut. Tschüss. Aber überhaupt gar nicht gemeckert. Wie, du hast wohl gemeckert. Nee, du bist eine Quasselstuppe. Ach, komm, lass mich doch quasseln, das ist Manchester. Na, die kommen doch gleich nach Hause. Ja, aber dann mache ich ja schon Haia. Warnig am Hals. Halt's Maul! Mann! So. Hä, wenigstens ist Nico. Nee. Das ist ein Viech, kein Schwanz. Viech. Okay, sieht echt aus wie ein Schwanz. So, war doch ganz ruhig der Sonntag. War doch entspannt. Oder nett. So, Skype war der letzte, hatten wir alle. So, ihr wunderschönen Menschen, ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Bleibt gesund, lasst euch nicht anquatschen. Danke für heute. Danke für den Support, danke für alles. Montag, also morgen, beziehungsweise heute, ist immer hundertprozentig Dodge. Und es kann sein, ob wir Dienstag dranhängen. Oder dann anstelle von Dienstag, Donnerstag. Damit ihr Bescheid wisst. Also benehmt euch, wo immer auch ihr hingeht. Okay? Gute Nacht und bis Dienstag oder Mittwoch. Bye-bye. Und danke. Kuss.